Ja, moin und herzlich willkommen zu Target Priority live vom Firebug Open 2023 aus dem Blue Radisson in Karlsruhe. Und mit Ruhe ist überhaupt nichts. Nee, hier ist keine Ruhe. Hier ist richtig Bass in der Halle. Wir sitzen im großen Saal Karlsruhe, im Hotel in Karlsruhe. Ja. Und die Spieler bauen auf. Wir haben Zeit, ein bisschen rein zu easen. Genau, ganz easy. Wer jetzt schon auf Instagram geschaut hat, wir werden das grundsätzlich über das ganze Turnier so machen, dass wir uns immer ein Spiel, also zumindest heute und morgen, dass wir uns ein Spiel aussuchen, wo wir sagen, das klingt geil vom Matchup her und von den Jungs her. Da möchten wir doch einfach mal schauen, was die so Begeisternswertes mitbringen. Und deswegen haben wir hier zwei sehr, 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 sehr gute Spieler und zwei fantastische Leute. Yo. Wir haben nämlich den Martin Nguyen von den Kings of the Hill mit seinen Eisenhänden. Eisenhand Successor, genau. Und dagegen haben wir Dennis Rau von den Cologne Predators mit Eldari. Ja, genau. Und Hail of Doom Eldaris. Also schon Meta-Goodness hier auf jeden Fall, aber in einem extrem spannenden Match, weil Martin, extrem guter Spieler, bringt eine absolute Meme-Liste. Ja. Landspeeder pur. Ja, also das kannst du auch direkt auf 9gag posten eigentlich, was er da veranstaltet, gar keine Frage. Ja. Definitiv ist das was wir uns angucken wollen und ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das in den späteren Spielen noch angucken können. Insofern feiern wir das Match erstmal ziemlich hart. Wir haben nicht ganz alle Spieler sind da, ein Tisch ist glaube ich leer geblieben, aber wir sind hier bei gut 160 Spielern heute. Das ist schon ein ziemlich, ziemlich großes Turnier und nicht zu allerletzt ist das hier natürlich auch das erste Turnier in Deutschland, das Qualifier für das Golden Ticket von der Games Workshop Weltmeisterschaft ist. Und das, da geht schon um was. Ja, da geht eine Menge. Also viel, viel größeren Preis gibt es ja wohl erstmal nicht. Also Daniel hat auch gerade auch schon richtig was abgerissen. Da hat jeder hat hier eigentlich schon Blumenstrauß in der Hand. Ganz, ganz fantastisch. Also die Orga vom Event sowieso völlig irre. Daniel, ein herzenslieber Mensch. Ja. Macht das Ganze hier zu einem ganz besonderen Event, der einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich durfte letztes Jahr als Spieler hier dabei sein in der ersten Iteration. Das war hervorragend. Und dieses Jahr ist nochmal einer droben draufgesetzt worden. Also ja. Von der Qualität des Events. Martin zieht sich gerade aus. Wow. Das sieht gut aus, sag ich mal. Es lebe der Top-View. Es lebe der Top-View in diesem Fall auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, das Event an sich, 160 Spieler rund, 6 Runden spielen wir. Das heißt, Runde 1 heute Abend, dann 3 am Samstag und 2 nochmal am Sonntag. Und es sind ziemlich viele gute Spieler da. Auf jeden Fall. Das Line-Up ist auf jeden Fall so, dass ich das sehen lassen kann. Definitiv ein paar Kandidaten für das goldene Ticket dabei. Ja. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt. Definitiv. Was haben wir denn hier Schickes? Ah ja, übrigens erstmal liebe Grüße an alle, die schon mal eingeschaltet haben, die da sind. Da sind wir schon einige bekannte Gesichter. Sven, meine Herren, schade, dass du nicht da sein kannst. Da hätten wir uns sehr drüber gefreut. Caro, danke für deinen Support auf jeden Fall schon mal während des Events. Sagt allen Leuten Bescheid, dass wir heute streamen, morgen und übermorgen. Hit that Abo-Button. We desperately need it. Ja. Und vor allem jetzt heute am Anfang, sagt uns immer Bescheid, wenn irgendwas technisch nicht so geil ist, wenn der Sound nicht so stimmt, sagt uns lieber rechtzeitig Bescheid, wir können an einem drehen. Genau. Und wie gut wir zu verstehen sind und wie viel man von draußen hört, das ist ja auch nochmal ganz, also ganz wichtig. Der Sinn ist eine andere Frage. Und ja. Genau, die Listen wollen wir, ne? Genau. Wollen wir in die Listen gucken? Oder wollen wir uns jetzt Missionen und sowas angucken? Ja, okay, starten wir mit der Mission. Das ist vielleicht ganz gut. Einmal von vorne das Feld aufzäumen, sag ich mal. Was haben wir? Ja, ich muss den richtigen Link. Abschnitt im Rules Pack. Den richtigen Link finden, weil ich habe hier natürlich ein Dokument mit 700 Links, so gefühlt. Da muss man sich dann jetzt erstmal durcharbeiten. Ja, währenddessen kann ich ja sagen, was wir auf jeden Fall machen. Für euch, lieben Leute da Hause, ist raffeln, bis die Tombola-Trommel quasi glüht. Es wird auf jeden Fall jede Menge Preise von jede Menge geilen Sponsoren geben.
Ja, und wir haben sehr viele Sponsoren, muss man einfach mal sagen. Also anscheinend kommt das gut an, wenn man so ein goldenes Ticket raushaut, würde ich sagen. Sven, ja, bitter, dass du nicht da bist. Aber es ist einfach völlig falsch. Genießt, aus welcher Lage auch immer am wenigsten wehtut. Genau. So, kommen wir mal einmal zu der Mission. Die Jungs bauen hier schon fleißig das Gelände auf. Wir spielen Recover the Relics. Das ist ja die mit den Bomben. Das alte Lied. Wir fangen jetzt mal direkt an mit Killpoint-Mission. Und Hammerschlag. Hammerschlag, Killpoint-Mission. Sechs Marker. So muss das aussehen. Hartes Abhängen in der eigenen Hälfte. Wer gut sitzen kann, hat gute Chancen. Ja. Genau, es ist ziemlich wichtig, da die eigenen drei Marker safe zu haben. Ja. Und alles andere wird sich ergeben. Genau, da ist es natürlich so eine Sache. Wir werden es gleich bei den Listen sehen, wie gut das funktionieren kann mit ich halte mal meine Marker. Naja, also Martin ist zumindest schnell genug, um die des Gegners zu halten. Dennis' Liste ist aber auf jeden Fall auch schnell genug, um genau das Gleiche zu tun. Ja, also man muss sich halt nicht einbilden, dass man auch, wenn man relativ viel schnelles Zeug dabei ist, auch nur irgendwie die Geschwindigkeit der Elder mitgehen kann. Ja, ne? Genau. Was, glaube ich, noch spannend hier ist, ist die Secondary, das sind nämlich Killpoints. Ja. Also bis zu 3 Killpoints kriegst du pro Runde, wenn du was vernichtet hast. Das spricht eher für Martin mit einer Modell, also weniger Einheiten einfach in der Liste. Der gibt einfach weniger Killpoints ab dafür. Aber gut. Wenn es 15 Einheiten sind, kann man es immer noch maxen. Ist korrekt. Und dann würde ich sagen, starten wir auch damit Martins Liste anzugucken. Ich hoffe, das kann man lesen. Ich kann es hier auf meinem kleinen Bildschirm nicht lesen. So, Martins Liste. Iron Hands Successor Chapter mit Master Artisans, der Reroll. Long Range Marksman. Ja, wenn ich das noch wüsste, hat man lange nicht gesehen. Ist das Ignore Cover? Ich weiß es nicht. Wir gucken es nach. Da drin, ein Tech Marine. 3x10 Scouts. Und jetzt kommt's. 1, 2, 3x3 Landspeeder Tornados. 1, 2, 3x3 Landspeeders. Und 1, 2, 3, 4, 5 Landspeeder Storm. Dazu noch eine Thunderfire Cannon und 4 Servitoren. Und das war's schon. Also, um das zusammenzufassen, das sind 9, 18, 20, 23 Landspeeder in dieser Liste. Jede Menge Assault Cannons, Multimelter, Heavy Bolter. Ein paar Scouts, immer mit einem Thunderhammer und einem Missile Launcher. Und ein paar Servitoren als Action Monkeys. Und das war's. 23 Landspeeder. Bitte? 23 Landspeeder. 23 Landspeeder? Ja. Yo, moin. 9 Tornados, 9 normale und 5 Storm. Okay, die Storms sind natürlich alle bis zum Rande gefüllt, weil sonst dürften die ja nicht mitfahren. Genau. Hier mit so Scouts, die wahrscheinlich, kann man die Combat squatten, dann sind, so wird es wahrscheinlich sein. Völlig crazy. Ja, das sieht auf jeden Fall irre aus. Das kann man nicht anders sagen. Das ist Martin. Das ist Martin. So macht er das einfach. Ja, der kommt einfach durch die Tür und sagt so. Dann sagt er so humbly so Sachen wie, ja, keine Ahnung, nie ausprobiert, totale Meme-Liste. Und dann kann das schon sein, dass die auch performt. Ja, genau. Das ist definitiv möglich bei ihm. Macht auch immer wieder Spaß, ihm zuzugucken, weil er also ist wirklich super, super lieber Kerl. So und so, aber an der Platte ja auch noch. Und Dennis steht dem Ganzen nichts nach. Deswegen wird das sehr, sehr, sehr spaßig. Ja, was hat denn der Dennis mitgebracht so einmal? Ja, ich guck mal kurz, ob wir gut gehört werden, bla bla. Timo ist auch da, Moin Timo. So. Ari Melli, ja, was da los? Melli, Jan, es ist hochgradig enttäuschend, euch hier nicht zu sehen. Ja, ganz, ganz schwache Leistung. Also sag mal, Peter hat den Weg auf sich genommen. Peter hat den Weg auf sich genommen, jawohl. Liebe Grüße hier daneben auch an Peter. Mutter Teresa. Auf zur 4-Bug-Open-Liste von Dennis. Er spielt Inari, nicht Hail of Doom. Wir haben einfach zu schnell geguckt, was das ist. Der spielt Inari, also Fight First, plus 1 to Hit, bla. Und da drin ein Seer Council, ein Farseer zu Fuß, ein Farseer auf Jetbike,
The Incarn, weil ohne gehst du nicht. 5 Drukhari Kabaliten, 5 Ranger, 2x5 Banshees, 1x5 Striking Scorpions, 1x Shining Spears, 2x3 Shroudrunners, 5 Warp Spiders, 1 Falcon, 1x3 D-Cannons und 1 Wave Serpent. 1x viel von allem. Mein Mikro ist scheinbar nicht richtig angeschlossen. Wurde mir gerade im... Da bitte gerne Feedback, wie, also von den Ausschlägen her sieht das aber ganz gut aus, wenn ich das mir mal so anschaue. Von daher gerne einmal weiter Feedback. Wir arbeiten auf jeden Fall am Problem. Ich kann mir vorstellen, was es ist. Du hast mich einfach nicht angemacht? Nee. Gucken wir jetzt mal, ob das besser ist. Dibbidi dabbidi dooby. Dazu dann bitte mal einmal sagen, ob das dadurch besser wird. Ja, Dennis auf jeden Fall weirdly mit seiner Inari-Liste. Das sieht trotzdem irgendwie aus wie eine Hail of Doom-Liste, aber da steht halt Inari drüber. Da steht Inari drüber. Weil der hat ja eigentlich alles dabei, was man braucht. Gut, Warp Spiders ist mal immer so, mal so, mal so. Genau, aber Shroudrunner sind auf jeden Fall eher so Hail of Doom-Choice. Shining Spears sind auch so auf jeden Fall gut. Ich kenne diese ganzen Exarchen-Fähigkeiten nicht, was die alles machen. Das werden wir während des Spiels alles erfahren. Ja, ansonsten ist es viel MSU-Nahkampfkram. Ja, und also halt das, was Eldar einfach gut kann, ist eigentlich abtauschen. Ich weiß nur nicht, ob es so geil ist, jedes Mal irgendwie gegen 50 Punkte Landspeeder abzutauschen und dann irgendwo am Arsch der Heide zu stehen, ja, oder mitten auf dem Feld, wo man halt weggebratzt wird. Das, ja, ich euch die Listen auch gezeigt habe. Ja, wir haben das alles eingeblendet. Ja, das schicken wir mal auf... Übrigens spielen Spiel auch nicht, 1. Die Player, ich muss auch noch die Player-Sachen hier anpassen. Ja, was hast du eigentlich gemacht, während ich unterwegs war? Muss das hier auch noch irgendwo angeschlossen werden? An Strom wäre gut. Machen wir das. Genau, ja, ich kümmere mich mal darum, dass wir die Spielernamen und so drin haben und Sepp macht euch Sepp glücklich. Macht wunderbare Sachen, genau. Das ist ja dann jetzt quasi ein Langzeittest einfach mal für das Mikro, ob das soweit gut funktioniert. Dann natürlich First Things First. Von unserer Seite aus erstmal ganz, ganz lieben Dank an alle Sponsoren, die am Start sind. Das Firebug wird gesponsert von Mohawk Miniatures, von uns, von Target Priority, von Dutch Tabletop Terrain, von Battleground Tabletop. Das ist Bennys schöner Laden. Checkt das auf jeden Fall aus. Und von Hobby Elements, dem neuen Store in Karlsruhe. Die haben auch einen Store im Internet unter hobbyelements.de. Das ist Daniels kleines Bütchen. Sehr, sehr schöner Laden. Waren wir heute zu Gast. War großartig. Habe ich mir direkt meine Box geholt und da bin ich ein Stück weit fremd gegangen, indem ich mir nämlich eine Box für A Song of Ice and Fire und nix für 40k geholt habe. Denn die neue Mattel-Box ist raus und die wollte ich haben. So. Dann natürlich, liebe Leute, es ist schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns tierisch, auch ein geiles Turnier mit euch zu haben. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn noch mehr Leute partizipieren würden. Also wer heute nicht da ist, dann zu Hause bitte einmal auf die Finger schlagen und zumindest sagen hier, morgen müsst ihr aber gucken, morgen geht's dann ab 8.50 Uhr los mit dem ersten Spiel. Und ja, da werden wir mal sehen, wie fit die Leute dann morgen noch aufschlagen. Also das ist ja jetzt so. Erstmal ein Spielchen, dann bis 20 vor 10 maximal und dann wird gegessen und dann werden viele Leute viel trinken und dann geschehen halt einfach Dinge, die immer so geschehen, ne? Und dann weiß man ja nie, wie es dann am nächsten Morgen ist. So. Von daher, das kann auf jeden Fall witzig werden. Martin, ja, eines der neueren Mitglieder von den Kings of the Hill. Die haben ja wirklich wahnsinnig aufgestockt mittlerweile. Da sind halt wahnsinnig viele Jungs und hohe Qualität dabei gefühlt. 80% des Team Germany ist da mittlerweile Teil von. Sehr, sehr cool, was die Kings machen und wie die hier sich präsentieren. Super Jungs, alle miteinander und sicherlich ein ganzer Haufen von denen. Das ist natürlich jetzt, das ist mein Fehler gewesen. Ich wollte was suchen, ich habe es auch gefunden, aber ich habe es auch direkt auf den Stream gezogen. Sehr gut, Dagel. Danke. Auf jeden Fall wird auch jemand von den Jungs hier an die Krone greifen dürfen. Das goldene Ticket ist natürlich das, weswegen viele, viele Leute hier einfach an den Start gekommen sind, viel Qualität im Turnier ist. Das ist sowieso bei den großen Turnieren so, aber hier lässt sich kaum jemand nehmen, außer die wirklich einen Schritt momentan zurück machen vom Spiel her. Und in diesem Sinne dann auch nochmal, wenn ihr
ein bisschen was spenden wollt an uns für die kleine Mühe, die wir uns machen, dann checkt uns gerne auf patreon.com/targetpriority40k oder geht auf ko-fi.com/targetpriority40k. Da könnt ihr die ein oder andere kleine Spende lassen, über die wir uns freuen. Dann können wir auch die Qualität des Streams nochmal erhöhen und dann können wir uns auch vielleicht das ein oder andere Bierchen hier kaufen. Bier? Habe ich Bier gehört? Genau, Bier. Das freut uns ja auch immer mal wieder. Und ja, ganz wichtig auch für dieses Wochenende ist, und dann bin ich, glaube ich, auch endlich mal durch mit der Werbung, ist halt wirklich Abos zu bekommen, weil dann können wir uns auch den Weg sparen über Patreon und Ko-fi. Dann könnt ihr nämlich dann direkt über YouTube uns eine kleine Freude machen und dann kriegen wir das auch für alles wesentlich leichter hin mit Raffles und so, wo wir nachher ja auch noch zukommen. Genug dem Gequatsche, was das angeht. Was denkt ihr bei diesem wirren Matchup? Wer könnte dieses Ding nach Hause fahren, auch gemessen an der Mission? Und ganz wichtig für uns auch noch zu wissen, die nächsten Tage, was für Armeen würdet ihr gerne sehen? Also es gibt natürlich Spieler, die man sich immer gerne anguckt. Viele davon kennt man aber meistens schon. Und da würden wir uns natürlich dann auch freuen, die einen oder anderen eher Unbekannten hier mit aufs Tableau bringen zu können. Aber nichtsdestoweniger, welche Matchups oder welche Armeen habt ihr Bock zu sehen? Vielleicht gibt's ja auch, vielleicht kennt ihr auch jemanden, der einfach eine wunderschöne Armee hat, die einfach mal im Stream gezeigt werden sollte. Das soll's ja auch. Das kann man auf jeden Fall auch mal machen. So. Zumindest schon mal die Namen der Spieler, die sehr gut, Secondary sehr gut, stimmen sehr gut. Noch nicht, die kriegen wir gleich rein. Genau. So geht es langsam los. Lim ist da oben auch schon am Rumdoktern. Das verheißt meistens nichts Gutes. Das bedeutet Nein. wahrscheinlich eine rote Karte für beide. Sofort instant. Wegen Sexen. So, Listen können wir mal aus dem Weg räumen, dann sehen wir auch das Spielfeld. Also sieht es auch ein bisschen so aus, als hätte das irgendjemand also wir spielen aus Spaß einfach zusammengeschoben. Aber ja, das ist, ist eine Hammerschlag-Mission. Eine Magic Box. Genau, in der Mitte eine schöne Box und jeder hat in seiner Zone halt zwei dicke Ruinen und ein kleines Billboard. Nur ein kleines Billboard auf dem Heimmarker, das ist natürlich wenig, sag ich mal. Das ist, ja. Man ja. würde sich wohl auch freuen, mehr drauf zu haben. Dafür kommt man dann relativ schnellen Fußes auf seine eigenen Mittelmarker, die aber auch, also ja, der eine liegt immer relativ offen im was Wald. Was man natürlich sagen muss, ist, bei dieser Mission, bei dem, so wie der Primary Marker oder der House Marker, sag ich mal, steht, da muss man schon sagen, also entweder sollte man da sehr viel indirektes Feuer mitbringen oder ziemlich schnell unterwegs sein und dann kannst du den Gegner dann nämlich richtig den Spaß verderben. Da musst du halt ruckzuck hinter die Ruinen gucken auch, ne? Also sobald du das kannst. Und das können in diesem Matchup tatsächlich beide, aber Martin besser. Ja, das auf jeden Fall. Und ich werfe mal zwei Sachen in die Würfelbox und du kannst mal sagen, was die Leute dann sehen. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, was ist das? Na, da wird aus der 1 eine 6 gemacht. Das sind unsere neuen Würfel. Da, ihr seht einen roten und einen schwarzen Würfel. Und der rote Würfel ist frei im Verkauf. Ab jetzt bald bei Battleground Tabletop könnt ihr das erstehen. Und den schwarzen Würfel kriegen Patreons. Und der ist der ist wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Ich sehe gerade auch so ein bisschen weißes Gegrischel im Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Da würde ich vielleicht nochmal an der einen oder anderen Kabellage ruckeln. Ich habe Conny hier, der verteilt Gummibänder. Das freut mich. So ist er. So ist er. Conny, sag doch mal Hallo. Hallo, ihr Menschen da draußen. Das ist der Conny, der hat das hier mit seinem Team Firebug zusammen. Die organisieren den ganzen Kram und sorgen für eine Atmosphäre, die uns gerne wiederkommen lässt. So kann ich jetzt schon sagen. Hübsche Würfelchen, ihr seid immer herzlich willkommen bei uns. Alle Leute glauben an die Landspeeder. Martin spielt 23 Landspeeder gegen Dennis mit Inari. Das ist eine völlige Meme-Liste. Ja. Ich glaube aber, dass die das zumindest in diesem Match richtig was reißen kann. Ich weiß gar nicht, ob Martin überhaupt normale Listen spielen kann. Nein, das darf er, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist gegen seine Religion. Ich bin mal gespannt, ob er morgen wieder in seinem Imperial Fist Jumpsuit rumläuft. In seinem Einteiler. Ja.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Wünsche, Leute. Sven, Grüße gehen raus. Das ist, mein Herz blutet, dass ihr von den Oleana Heretics nicht hier sein könnt. Das macht mich tief traurig. Ihr seid immer gerne gesehen auf allen Turnieren und seid für jedes Turnier einfach eine unglaubliche Bereicherung. So nämlich. Das kann ich nur unterschreiben. Jo, sehr, sehr schön. Das Spiel wärmt sich langsam an. Die Spieler sind dabei, sich zu sagen, wie viel CP sie haben, nämlich jeder 3. Das heißt, wir gehen langsam Richtung Aufbau. Danke, so, Daniel. Wir haben Sekundäris. Secondaries für die Iron Hands sind Codex Warfare, Cold Fury und Behind Enemy Lines. Und auf der Inari-Seite haben wir Engage und Bring It Down und Warp Ritual. Und da haben wir jetzt auch schon den ersten Wurf oder den Wurf ums Anfang. Das ist die 3 für Dennis. Und Martin, du hattest eine 1, ne? Dann darf Dennis anfangen. Anfangen mit Aufbauen, beziehungsweise anfangen, seine Seite auszusuchen. So. Ist doch gar nicht so hysterisch, muss man jetzt noch gar nicht werden. Ja, da sind schon sehr viele Leute, die pro Iron Hands hier sind, anscheinend. Da bin ich sehr gespannt. Also, ich finde es immer wahnsinnig schwierig, solche sehr, sehr, ja, also mimisch in diesem Fall auf jeden Fall, aber da ist ja auch ein Witz hinter oder eine Grundidee hinter und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Da bin ich auch bei euch. Auf der anderen Seite, Inari können ein hammerharter Gegner sein. Dennis hat schon auf dem einen oder anderen Turnier gezeigt, wie stark er performen kann. Und da bin ich halt extrem gespannt, wie er das dann hier schaffen kann und wie das werden wird. Hat natürlich jetzt auch einfach wirklich einen Gegner gegen sich, der ganz genau weiß, was er tut. Martin ist gefühlt immer im Saft. Ist einfach wach an der Platte und hat halt auch häufiger einfach mit schlechten Armeen dann doch noch so Semi-Erfolg, sage ich mal. Ne? Also die Ergebnisse sich zu erspielen, das ist eher eine Schwierigkeit bei ihm und das liegt hauptsächlich daran, dass er meistens seinen Imperial Fists, die er so abgöttisch liebt, dann auch die Stange hält. Und das steht einem ein Stück weit immer im Weg. Ne? Caro, gibt es Wetten, wer das Turnier gewinnt? Ich werde auf Instagram noch nach und nach die Videos hochladen, weil wir natürlich ein paar Interviews gemacht haben. Und ihr dürft gerne alle wetten, beziehungsweise sagen, was ihr denkt, wer das Ding hier gewinnen kann. Unter den Spielern hat es sich zumindest gezeigt, bei den Interviews, die wir durchgeführt haben, dass der dass Matthias Bellmann natürlich absoluter Top-Favorit ist. Das war irgendwie auch ein Stück weit klar, würde ich jetzt mal sagen, weil Matthias auch einfach derzeit voll on the go ist. Er ist richtig, richtig heiß, er weiß ganz genau, was er momentan tut, spielt enorm stark an der Platte. Also Matthias war schon immer ein enorm starker Spieler, aber das hat sich in den letzten Monaten noch mehr geschärft, weil er dann auch eben die Möglichkeit hatte, die Ergebnisse reinzufahren. Und das auch mit unterschiedlichsten Armeen. Also letztes Jahr hat das HAO mit Dämonen gewonnen und jetzt ist er ganz stark mit Elder unterwegs. Und das macht er mehr als ordentlich. Das ist einfach so. Und von daher, ich würde Caro, ja, ich könnte mir das vorstellen. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es Manuel Bell auch wirklich sehr weit nach oben schafft. Mit seiner 18 Sentinel-Liste auch richtig, richtig hart. Ich bin gespannt, was Leute wie Grisha machen und natürlich, was unsere internationalen Gäste hier treiben. Also die sind ja auch der ein oder andere mit am Start. Und da weiß man ja auch nie, was man bekommt. Natürlich wird man das jetzt nach Spiel 1 nicht genau wissen, was da los sein wird. Aber ich denke, dass ich so, ja, nach Spiel 3 wird man dann schon relativ deutlich wissen, in welche Richtung sich das Ganze neigen kann. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es dann am Ende dann ausgehen wird.
Aber das ist halt noch Zukunftsmusik. Erstmal haben wir das hier vor Augen, haben wir Martin und Dennis am Start. Und Dennis kratzt sich jetzt schon am Kopf, der hat gerade gehört, wie weit so eine Thunderfire Cannon schießen könnte. Und das hören wir natürlich immer relativ ungern, einmal über die ganze Platte. Okay, cool. Das dürfte dann wohl reichen, um so ziemlich an alles ranzukommen. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Also ohne Line of Sight schießen, das kann immer richtig klingeln. Die sind alle spät ins Bett. Ja, Caro, das ist richtig, aber das ist heute völlig irrelevant, weil die kriegen sich ja auch so ein bisschen durch den Tag irgendwo gezogen. Außerdem war Matthias gerade schon ja erstmal pennen. Ich konnte nämlich kein Interview mit ihm machen, weil er sich nochmal hingelegt hat. So nämlich. Grischer holt das Ding, yo. Grischer, einfach fantastisch, wie er momentan performt ist. Ich bin sehr gespannt, wie er mit der Listenänderung, also eine Liste oder Listenanpassung ans Meter, wie er damit umgehen kann und wie das Ganze damit dann funktionieren wird. Es ist halt eine ganz andere Geschichte, die er jetzt nachspielen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Caro, dein Göttergatte hat hier, ein Schweinebier hingestellt und das fängt langsam an zu flocken. Eventuell könnte er da mal Sachen mit tun. Naja, egal. Das dann. So. Herzlich willkommen zurück. Was ich jetzt machen wollte, das ist Secondaries nämlich nochmal anschauen. Ja, bring das mal in Erfahrung. Erfahrung habe ich die schon. Dann hacke ich die doch auch mal hier in Streamgeräte. Genau, so hacke er. Und zwar hat der Icarus für sich gewählt Codex Warfare, Cold Fury und Behind the Enemies Alliance. Ah. Und Behind the Enemies. Ja, das gibt's. Ja, Cranial Feasting. Normalerweise hätten die irgendwas, auf was auf irgendeiner Sprache wie Eisenhand heißt. Ja. Cold Iron. Ja, und Dennis. Und Inari hat Engage. Engage. Und Bring It Down, unfassbarerweise, das hat mich sehr schockiert. Ja, doch, das sollte er vielleicht auch versuchen. So, kind of a win more oder win at all condition. Ja, und Warp Ritual. Warp Ritual, okay, das ist interessant. Das ist auf jeden Fall insgesamt dann, naja gut, er will sich viel bewegen, er muss die Autos sowieso abschießen. Also es sind halt, also außer Warp Ritual würde ich sagen, sind das fast, muss ich nehmen, Sachen, oder? Ja, also wenn er nicht Engage spielen kann, dann geht das gar nicht gut. Bring It Down muss er sowieso nehmen, weil er kann nicht auf nichts anderes schießen quasi als Fahrzeuge. Genau. Oder nichts anderes erschlagen. Und Warp Ritual finde ich in der Mission spannend. Da müsste man jetzt mal messen, ob man von außerhalb dieser Mittelruinen zaubern kann. Ich würde sagen, Bauchgefühl sagt nein. Da muss man in dieser Box of Death da stehen, um das zu zaubern. Er hat zwei Farseer und eine Warlock-Konklave. Kann man machen, wenn man mit Quicken immer wieder wegfährt, wahrscheinlich. Er hat ja die Möglichkeit, quasi Farseer immer wieder auf den Marker schieben, zaubern und wieder zurück zaubern. So könnte es wohl gehen. Ja. Also super spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, witzig ist halt irgendwie, dass die für Dennis wahrscheinlich auch gar nicht mal so unwichtig zu gucken, wie zum Teufel er die ganzen verschiedenen Speeder auseinanderhalten kann. Ich meine, gut, die grundsätzliche Ansage ist, die fliegen komplett über die Platte und die kriegen überall Sichtwinkel. Ist natürlich nett. Aber das ist ja jetzt auch nicht komplett die Wahrheit, ne? Sagen wir es mal so. Ja. Ja. Hier habe ich unser Dings verloren. Er darf weiterhin zwei aus einem selben Buch spielen quasi, ne? Er darf einmal ja. Spielen und einmal einen. Ja, ja, das. Wobei ich das doofe Ding von den Iron Hands halt immer noch nicht gefunden habe. Das ist die Iron Hands Secondary? Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich falsch gucke einfach. Ja. So, wenn wir hier so Dinge debattieren, würde ich sagen, geben wir das Mikro mal an den Spielern, dann könnt ihr deren schöne Stimmen auch schon mal hören. Und wir
organisieren uns noch ein bisschen. Wir haben Stunden gehabt, alles vorzubereiten, um dann haben wir zu ja merken, auch. Also, ja dass manche Dinge einfach erst dann gemacht werden können, wenn es soweit ist. Ja. Oder waren die ganze Zeit die Spieler schon an? Wisst ihr das eigentlich? Ich hoffe nicht. Und wenn ja, dann müsst ihr uns das sagen. Sieht so ein bisschen aus, als wenn das nicht gehen würde. So von den Ausschlägen her. Dascher schlecht jetzt. Wir hatten es auf jeden Fall vorhin am Laufen. Ja, es fehlt einfach ein Kabel. Ich organisiere das Kabel mal schnell. Und dann. Wofür ist das denn hier überhaupt? Das hat völlig viel dafür. Kann man den Oberarm machen. Werbung. So. Giveaway. Ich dachte, das mache ich mir um den Pipi. Ja. Ich dachte, das mache ich mir um den. Yes, Lance Peters. Nee, immer W6. Alle Lenspieler W6. Ja, gerne mal kurz sagen, ob es jetzt irgendwie besser ist oder was da gerade passiert war. Irgendwie Sound of Death habe ich nur Tornados. Okay, dann war es nur kurze Schmerzen, verstehe ich so. Und jetzt ist es okay und ihr könnt die Spieler hören. Shining Spears. Servitor. Thank you.
Auf Juno. Zeit. Hier. Tech Marine. Bist du fertig, oder? Ich bin dann fertig. Da war ein Benji drin und der Farsi, oder? Da sind Benjis drin und der Farsi und da sind 5 Benjis drin. Welche sind die härteren im Nahkampf? Die eine hat mehr Attacken. Aber im Endeffekt sind beide gleich hart. Du hast Redeploy Stratagem, richtig? Ja. Also ja, wenn du anfängst, werde ich das auch nutzen. Hä? Wenn du anfängst, werde ich das auch nutzen. Verstehe ich nicht. Und meine Fights haben auch Scout-Move. Ja, das weiß ich. Den Serpent verbundest du maximal auf die 4. Okay, dann mache ich kurz Pause. Bin ich auch fertig mit dem Aufstellen? Dann legen wir los, oder? Let's go. Gerne. Auf ein gutes Spiel. Schönes Spiel. Und dann wird es Zeit für den Roll-Off, oder? Also Roll-Off, Jungs. Da kommt der Roll-Off. Da hast du die Eins von Dennis. Und die sehen wir nicht. Ha! Klimakiller. Also Climax. Das war's. Wahrscheinlich hat Martin, da sie keinen Reroll gemacht haben. Ich fange an. Deine Zeit läuft für Redeploy. Martin, leg los. Was hast du gesagt? Wir haben 18. Ja, geil. Dann lassen wir die mal kurz ein bisschen laufen und erzählen. Nee, die haben 16 mit der Solken. Okay, und die haben 18. Alle anderen haben 18. Mit ja, und vielen herzlichen Dank natürlich schon für alle mit Zuschauer, Advanced. Die da sind. Nee, nichts Advanced. Wir freuen uns gar sicher. Ich kann dann auch noch aussteigen, darf dann auch noch schießen, ich darf aber nicht mehr kämpfen, ja. Gut. Die gehen dahin. Hast du gesagt, 18 plus theoretisch 6. Dann 3 Zoll aussteigen, 6 Zoll bewegen und noch schießen. 18 wäre bis hier plus theoretisch 6, also du da. Du da. Thank you.
24, das heißt, du müsstest ihn, wenn so oder so, so platzieren können. Das kriegst du nicht hin. Dann gehen die dahin. Dann gehen die dahin. Dann ist der auch schon in 12. Können die Warp-Spinner aus dem Nahkampf rausspringen? Für den CP kann ich rausspringen und schießen, wenn du das meinst. Nee, aber ich meine in deiner Konsolidierungsphase oder so, dass du wegspringst. Die können einfach nur nach dem Schießen springen, oder? Ja. Da kann ich ja meine Moves und das machen. Und dann können die das. Die gehen in die Reserve. Jawohl. Da hast du ganz viele Meld, da hinten hast du mehr Melder und sowas. Den stellen wir mal hier hin. Wunderbar. Dann darf ich loslegen, oder? Dann darfst du loslegen. Du stehst auch außerhalb, du stehst auf dem Marker? Ja. Ja, dann warte ich noch, ich mache dir noch einen CB. Yep. Mach mal dein Zeug. Charge auf alle Fälle, da wollen wir mal einen. Darfst du für den Farsi, der in dem Fahrzeug drin ist, auch rerollen? Oder muss der im Spielfeld sein? Der muss zum Casten sowieso auf dem Spielfeld sein. Ja, aber du durftest rerollen für den Farsi, auch wenn er im Fahrzeug eben. Achso, nee, da darf ich nicht. Hast du es gemacht? Da darf ich nicht. Hast du es gemacht? Nee, okay. Ich habe für den anderen Pass hier gerollt. Okay, meine Runde Nummer 1. Das erste, was ich verteilen darf, ist irgendwie plus 1 to hit für eine Einheit. Hier, plus 1. Innerhalb 3 Zoll zu dem Hübschen. Aber du hast hier eh alles weggestellt. Wo hast denn die anderen? Wäre es möglich, das noch ein bisschen wegzustellen? Ja, vielleicht dahinter oder so. Dann können wir beide sauber um den Tisch rumlaufen. Ja. Da sind die Shroudrunners drin, gell? Sobald du in die Bewegungsphase gehst, sag mir bitte kurz Bescheid. Weil du minus 2 auf die Bewegung machen musst, oder? Für CP kann ich dir minus B3 auf die Bewegung machen. Okay, plus Mortal. Ich gebe dem hier plus 1 zu Hit und dann gehe ich in die Bewegungsphase. Willst du irgendwas machen? Lernt über nichts. Nö. Okay. Also nein. 18 Zoll Movement. Auch deine Aufstellungszone, da komme ich nicht rein. Hier könnte ich halt hier rüberfliegen, dann aussteigen, 3 Zoll da reingehen. Kann ich auch chargen. 18 Zoll hier hin. Das ist der Move, den ich machen werde. Und zwar mit dem Trupp hier fliege ich 18 nach hier so hin. 18. Dann steige ich aus mit dem Squad innerhalb 3 Zoll. Dann bewege ich die Jungs noch 6 Zoll und dann das letzte Modell kommt dann bis hier hin. Dann sollte ich auch draußen drin sein, ja? Also 6 Zoll, gehen wir uns so hin, 6. 6 Zoll, bewegt sich hier hin, bewegt sich dahin, 6 Zoll, ups, der hier, 6 Zoll, geht dahin. Und das letzte Modell, das in der zweiten Reihe stand, mit 6 Zoll kommt er hier rüber. Also ich habe insgesamt 9 Zoll und einer halt nur 8, aber der sollte es auch drüber schaffen. Wenn er hier den Winkel läuft. Ja, so. Alles gut. Gut. Ups. Der ein bisschen weiter darüber. Okay, gut. Dann bin ich da soweit happy. Dann restliche Bewegung. Hier sehe ich den Typen. Gell? Hier sehe ich das Fahrzeug. Das verläuft hier so entlang. Ja. Das heißt, wenn ich bei dem Fahrzeug es über diese Linie hier schaffe, ups, entschuldige, auf diese Linie, oder also über diesen Bereich, dann kann ich ihn sehen, korrekt? Ja. Und dann 27 Zoll vom nächsten Punkt, das heißt, die Linie geht bis hierhin.
dann lege ich mir noch irgendetwas hin, dann weiß ich Bescheid, bis hierhin habe ich dann im Prinzip die Range dafür. Dann fliegen wir erstmal weiter. Der hier, der macht, jetzt gucken, passt, der hier, das ist die Mitte, gell? Ja. Ich muss within 6 inches sein, dann bekomme ich einen Punkt für Cold Fury. Ich muss nicht wholly within sein, ja. Also ich fliege mal 18 Zoll, das geht bis hierhin, dann wäre ich hier. Soweit will ich gar nicht sein, ich will ja nur innerhalb 6 sein, das heißt, ich gehe noch in den Wald zusätzlich rein und sollte hier einen Winkel drauf haben, korrekt? Mhm. Gut, dann haben wir die gemacht. Dann versuchen wir das Ding jetzt hier zu zerlegen. Und zwar fliegen wir dann das. Und zuerst die schießen, muss ich genug Knarren hinkriegen, dass ich theoretisch den Inkan wegpusten könnte, falls er dahin geht. Das heißt, wir fliegen jetzt erst einmal. Was ist denn da drin? Scouts, das Dingens, das da. Also hier über 24 würde ich gerne auch stehen bleiben. Du hast Fallback, so, und Shoot für 1 CP, korrekt? Das heißt, ich hoffe, ihr könnt mich hören. So ganz richtig, wenn ich jetzt nicht greedy sein möchte, also, dass die kennen mich beschießen können, müsste ich außerhalb hier stehen. Ja? Ich unterbreche da. Würdest du das bestätigen? Also wie viel Bewegung hast du mit denen? 5 Zoll. 5 Zoll, das heißt 6 Zoll. Das heißt, wenn du nicht gesehen willst, kannst du bis hierhin hingehen, dann ist hier die Linie. Ja? Das ist mein Intent. Das heißt, wenn ich es schaffe, außerhalb diesen Block zu bleiben, dann wirst du von hinter da wohin nicht schießen. Vielleicht kannst du einen noch hier rüberbringen oder so, aber zumindest ist das, was halt im Bereich des Möglichen ist. Ja? Und dann fliegen wir jetzt die Speeders. Und zwar fliegen wir die Speeders dann hinter diese Linie. Eins, zwei und der letzte, der fliegt hier so hin und hebt noch seine Antenne raus. Ah, ne, aber wir haben gesagt, ich brauche diese Linie. Okay, dann machen wir das so. Komme ich nur mit zwei hin. Der letzte kommt nicht hin. Müssen zwei reichen. Ja, so machen wir das. Dann reichen halt einfach nur zwei. Das ist nicht das Dringlichste der Welt. Dann habe ich da das. Dann fliegen wir mit denen hier hin. Die fliegen wir so dahinter, dass wir da alles hier sehen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Typen. Und die fliegen hier so dahinter, dass wir hier alles sehen. Will ich den Marker hier eigentlich halten? Ja, möchte ich. Aber mit so einem Landspeeder Storm, ja. Und zwar fliege ich hier 18 Zoll. Fliege ich so hin. Ich fliege in den Wald. Mit denen hier. Genau. Gut, dann machen wir auf der Seite weiter. Pass mit dem Kabel auf. Das ist ein Netzschutz. Oh, danke. Sind Shining Spears wie schnell? Was ist hier ein Threat Range? 16 Zoll. 16 und dann noch ein Charge, ja? Und dann noch ein Charge. Also 28. Yep. 28, das heißt, es geht halt bis hier so hin. 28, fliegen wir den noch ein bisschen weiter. So. Und die hier 28. Dann fliegen wir. Was hast du da zum Schießen? Gar nichts, gell? Nein, also ja und nein. Das ist noch Runde 1 und nein, die Elfen haben nicht angefangen. Wir sehen jetzt, wie Martin seine Speeder über die Flanken schickt. Das sieht schon alles sehr, sehr wild aus, was da passiert. Das muss man halt auch wirklich sagen.
Gegen oben an der Ecke sind es jetzt 2, 4, 6, 8, also 9 plus die 3, plus 2 von den Transportern, die dann noch durch die Gegend fliegen. Das ist ja alles Vogelwild. Und ich glaube, das ist genau das, was er damit verursachen will. Es ist so ein bisschen, der Gegner muss halt wirklich überlegen, also da die Speeder halt sehr, sehr baugleich sind, ist es halt immer so, dass man ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich schieße die jetzt tot, aber danach kommen halt noch weitere, die genau den gleichen Schaden machen, weil der natürlich auch dosiert sein wird und es wird ja jetzt nicht irgendwie alles rausgeschoben, was nicht nied- und nagelfest ist. Und damit kann er aber trotzdem extrem Druck machen, wird natürlich schauen, dass er die Missionen sehr, sehr gut mitspielt. Codex Warfare ist natürlich, da gibt es immer den einen oder anderen Punkt für Cold Fury. Ich meine, gut, da wird er höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Punkte hochbekommen. Da muss er ja eigentlich nur mit seinen Heavy-Waffen Sachen töten. Und das ist echt einfach. Das ist relativ leicht, ja, das kann er wirklich schaffen. Man kriegt auch richtig viele Punkte dafür. Ja, ich denke, also er wird da seine 15 voll machen. Alles andere wäre eine grobe Überraschung. Es sei denn natürlich, Dennis hat gar keine 15 Einheiten. Aber man muss nicht nur töten, glaube ich. Ich glaube, da irgendwie. Vielleicht reicht es auch einfach zu sein. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass er ein ziemlich aktives Spiel wird spielen müssen, weil sonst macht Martin halt einfach jede Runde Landspeeder-Action. Spielt das zwar jetzt sehr vorsichtig, aber am Ende des Tages leuchtet es ja darauf hinaus, dass er immer wieder Speeder auf die Marker schiebt. Liste. Ich hätte ganz gerne nochmal Martins Liste gesehen. Möchtest du reingucken oder sollen alle reingucken? Alles super. Das reicht wahrscheinlich, wenn ich das mache. Ich wollte nur einmal kurz gucken. Okay, Assault-Kanone, Multimelter. Was haben die Storms an Bewaffnung? Ich glaube nur ein Heavy B. Naja, gut. Dafür sind die auch wirklich, wirklich günstig. Ja, und oben, kannst du mal nach oben gehen? Ja. Gut, das sind halt insgesamt mal, lass mich kurz nachrechnen, 18 Multimelter auf den Speedern. Dann kommen dazu eben die 9 Assault Cannons. Alles ziemlich, ziemlich tight. Das dürfte auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Ja. Du machst halt einfach irgendwie permanent Druck. Also man muss natürlich auch sagen, also gerade bei, wenn ich sowas sehe, dann wünsche ich mir ja einfach Schablonenwaffen zurück, ne? Ja, doch. Die können auch dann abweichen, macht nichts. Aber Eldar hat doch bestimmt auch sowas wie Orbital Bombardment, oder? Ich glaube nicht, nein. Ach, schade. Das würde ich in diesem Fall, glaube ich, sogar sagen, das zünde ich jetzt einfach mal. Ja, in dem Fall wäre das, glaube ich, okay. Also wenn du halt sagst, unten rechts halt in dem Gebäude, okay, da wirst du jetzt halt nichts drin parken, ja nicht, sondern es geht ja dann ja meistens immer erst eine Runde später in die Luft. Ja. Aber wenn, das ist dann natürlich richtig bitter. Und die ersten Würfel werden jetzt geschmissen, von daher können wir, glaube ich, wieder einmal auf die Spieler geben. Ah, ja. Mal anhören, was zum Teufel passiert, wa? Die Jungs schießen auf den. 1, 2, 3 Typen sehen den. 3 müssten zählen. 3 Sniper. Wiederholen. Auf die 4. Einmal, -2, ein Schaden. Eine Wunde. Schaden ist dabei 2. Okay, Heavy Bolter. Hier, der da jetzt. Scheiße. Der da hier, da drauf. Ja. Alles, Stärke 5 auf die 3. 3 Mal, -2, 2 Schaden. Martin, schießt noch eine Zeit drauf. Ja. 2 Schaden, dann ist er tot. Lass mich kurz überlegen, was kann da hinten jetzt noch alles schießen? Nur präzise spielen, weil ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Ich habe die Armee nicht wirklich getestet. Fertig gemacht und gleich an die Wand gefahren. Hier hat jetzt alles geschossen, gell? Ne, da können noch die Scouts rausschießen und hier hat noch auch nichts geschossen. Ja? Der hat noch komplett nicht geschossen, oder was? Ja, korrekt. Ja gut, das ist aber egal. Kommt Mr. Inkan gleich? Ich überlege, wenn ich den da hinstelle, innerhalb von einem Zoll, können die ihn nicht sehen, die können draufschießen. Jawohl. Und das Ding sieht ihn auch nicht. Ja?
darauf achten, dass deine Speeder auch auf der Matte stehen. Ne? Oh. Gehst du damit konform, der sieht ihn nicht, die sehen ihn nicht, die Scouts könnten noch drauf schießen. Okay. Ja? Ja. Gut. Der hat Fly, gell? Der hat Fly. Okay, dann machen wir mit den Scouts weiter. Ja. Das ist viermal, fünfmal Scharfschützengewehr. Ja. Auf ihn. Auf die drei. Ein Master Artisan und eins wiederholen, trifft alles. Darfst du das auch, wenn die im Fahrzeug sind? Ja, okay. Weil das ist einfach nur die Regel, das ist kein Splatter Gem. Ich darf einfach kein Splatter Gem nutzen. Okay. Und dann verwunde ich aber nicht. Ja. Gut, dann sind die fertig. Und die alle, die warten einfach nur auf besseres Wetter. Dann bin ich mit dem Schießen fast durch. Ich habe noch hier eine Thunderfire kennen. Das sind Kabale, das sind die Scouts. Die haben immer einen Vierer-Retter, die Bikes, gell? Ja. Was haben die für einen Rister? Vierer, nee, die haben, die Bikes haben Vierer-Retter. Rüster dürfte schlechter sein. Haben die Waffenplattformen Fly? Nein. Die haben keinen Fly? Nein. Okay, dann. Schieße ich auf 6 Zoll Bewegung, hast du gesagt, gell? Die Thunderfire kennt, ja. Nee, dein Dingens, gell? Der Inkarnat mehr. Dann kommst du dran. So haben wir ja gesagt, kommst du nicht ran, gell? Also wenn, dann müsstest du dich 6 Zoll bewegen. Ich könnte es halt halbieren. Das wäre halt schon auch nicht verkehrt. Benjis hast du keine draußen, richtig, aktuell, im gell? Moment nicht, ne? Ja, das kann ich dann auch nicht verhindern, ja. Gut, dann schieße ich einfach ganz regulär. Warte mal, wie viele kommen denn dahin, wenn du dich 6 Zoll bewegst? Wenn der sich auch noch 6 Zoll hier am Rand bewegt, dann kommst du trotzdem noch nicht hin. Weil es ja nicht Base, sondern nicht Hall, sondern Base, gell? Das heißt, einer könnte schießen. Ein einziger könnte schießen. Ich glaube, das riskiere ich, ja. Deswegen schieße ich jetzt einfach nur regulär auf die... Das sind Charaktere? Nein. Auf die kann ich schießen, gell? Ja. Dann schieße ich da die Thunderfire Cannon drauf. Höchstens, ich gehe durch dieses scheiß du Ding. Gehst durch den Wald. Ich gehe durch den Wald. Habe ich jetzt weniger Lust drauf. Lass mal gucken, meine anderen Optionen. Die sind nicht meines Wandtöte. Die sind auch, die haben vierer Rüster, gell? Die haben vierer Rüster, die haben Fly. Ja, okay, ich schieße auf die. Da sollte es. Nicht verlangsamen, gell? Ich weiß. Ich habe auch das Flutter Gem nicht gezündet. Hältst du mal kurz auf die? Ja, nein, sorry, ich muss es anders machen. Ob ich minus 1 bekomme oder nicht. Wenn ich jetzt hier schieße und auf dieses Modell, ja, ich bekomme ich minus 1, gell? Die haben sowieso minus 1. Ja, dann ist ja wurscht. Okay, dann schieße ich auf die. Auf die Shining Spears? Ja, Anzahl Schüsse. Einer und nochmal zwei dazu. Treffe normalerweise auf die 2. Jetzt treffe ich auf die, habe ich BF3 und minus 1 auf die 4. Ja? Auf die 4, ich darf 1 wiederholen und ich habe einen Master Artisan. Ja? Treffe so oft. Stärke 4, Toughness 4 auf die 4. Let's go. Das ist zweimal bitte. Zweimal auf die 2. Wieso auf die 2? Weil ich plus 1 kriege, weil du indirekt schießt. Ja, ich habe minus 1. Ich habe minus 1, ja. Also auf die 3. Dann auf die 3. Safe. Hast du nicht einen 4er Safe, dachte ich? Die haben 3er Safe. Ah, okay. Okay, gut. Egal. Ist nichts passiert, gell? Nee. Gut, dann Charges. Ich will mit dem die Waffenplattform chargen. Willst du Abwehrfeuer geben? Mit dem Speeder möchte ich die Waffenplattform chargen. Die Waffenplattform dürfte nicht so dicht stehen, dass... Doch, auf der Seite. Ja, ist okay. Darf ich? Kriegst du Abwehrfeuer? Ja, dann ein CP weg bei dir. Da hast du keine mehr, oder? Einen hatte ich. Ja, okay, jetzt hast du keine mehr, okay? Gut. Anzahl Schüsse? 3, 1, 1. Wir nehmen einen Auto. Und noch zwei dazu. Okay. Sind insgesamt 3 Stück. Ja. Ich kann es eben wiederholen. Stärke 12. Auf die 2. Auf die 2. Zweimal mit minus 4. Habe ich nichts mehr.
Dann sind es 11, aber ich explodiere. 14, 15. Ich explodiere nicht. Willst du den Inkan hinstellen? Ah, ich verliere. Jo, das war interessant und gleichzeitig ein ordentlicher Swing eigentlich. Also wir werden den Swing noch sehen, der jetzt hier gerade passiert ist. Kurze Situation, Martin wollte die Waffenplattform von Dennis chargen, die im Haus steht. Ja. Hat das auch gemacht oder hat den Charge angesagt. Dann hat Dennis Abwehrfeuer gegeben. Ein Auto-Hit per Fate Dice und dann aus den übrigen, weiß nicht, 6 Würfeln nochmal 2 Sechsen geholt. Genau, es sind 3 Hits insgesamt. Zweimal gewundet, wurden auf die 2. Kein Save. Kein Save, 11 Schaden. Viel Damage, Speeder kaputt. Pop goes the Speeder. Ja, also hatte natürlich 2 Funktionen. Einerseits die Waffenplattform abbinden, die ihm wirklich, wirklich wehtut. Ja. Offensichtlich, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, er hätte Fallback Shoot machen können per CP, aber dann kostet das immerhin CP. Und vor allem Behind Enemy Lines Punkte. Also die Plattform chargen, rumpeilen, nochmal peilen und dann stehst du quasi da, wo du sein willst, um 3 Punkte zu machen. Die gehen ihm natürlich jetzt durch die Lappen. Genau. Dann müssen wir gleich mal eben das Scoring-Sheet natürlich einmal aufwerfen und die Jungs dann auch ihr Scoring eintragen lassen, oder? Ja, das sagst du so, aber das hat noch nicht so ganz funktioniert. Ah, schade. Ja. Also was wir festhalten können, ist, dass Martin keine 3 Punkte für Behind Enemy Lines macht, dass er mit Heavy Weapons hat er Bikes erschossen. Also die Shroudrunner auf jeden Fall. Was noch? Da steht er in der Mitte. Für Codex Warfare. Ne, Codex Warfare ist der Sache erschießen. Cold Fury. Cold Fury, da steht er in der Mitte für. Punktet also dezent. Aber nicht am Anfang steht auf 3 Markern, steht in der Mitte so, dass es für den Farseer irgendwie unangenehm wird, wenn er in die Mitte fliegt und zaubern will für Warp-Ritual und dann nicht wegkommt, weil das nicht klappt. Und ja, ansonsten sehen wir halt rechts unten 10 Speeder, rechts oben 10 Speeder in Schwarmformation bereit, nächste Runde Sachen zu machen. Also er bringt sich halt so in Position, dass er auf die beiden Marker bei Dennis Zugriff hat mit den Speedern, die sind einfach sauschnell. Ja. Egal, was er darauf stellt, wird ein Trading Game. Die Frage für Martin ist immer, wie viel muss ich darauf schieben, um es selber zu halten, vielleicht auch mal länger zu halten. Jetzt zum Beispiel sein Marker unten, also rechts unten der Marker, ist dünn besetzt und kaum verdeckt. Also da kann man mit ein bisschen dezidiertem Beschuss auf jeden Fall den Speeder da runter machen. Mhm. Das ist eine Hold-One-Hold-Two-Mission, deswegen ist das nicht so schlimm. Wenn ein Speeder geht, wenn er den anderen auch kriegt, drückt er ihn auf 4. Ich vermute mal, dass das Dennis Gameplan sein wird. Ja, denke ich auch. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ja, der Inkan, ich war da leider gerade nicht da, aber der Inkan ist, glaube ich, reingepoppt, wo irgendwie Bikes gestorben sind. Ja. Aber war halt zu weit weg, um wirklich in der nächsten Runde irgendwas Interessantes machen zu können. Deswegen hatte Martin auch überlegt, sogar nochmal -3 to move auf den Inkan zu machen. Aber er wäre so, ja, genau, aber er wäre so und so an nichts dran gekommen. Von daher wurscht. Aber der Inkan stand dann natürlich einfach nur rum und hat nichts gemacht. Deswegen pflückt man ihn halt wieder runter. 1A Rumsteher ist das. Ja, dann gucken wir mal, was Dennis jetzt daraus macht. Geben wir ihm mal die Stimme. Mal gucken, ob er auch so laut überlegt wie Martin. Ich glaube, er ist eher ruhiger. Ich glaube auch. Ich kann aber den Battle Focus Move mache ich 2W6. Aber das mit dem Gelände gibt es auch die Beschränkungen, ne? Die haben, sind wie Harlekin. Ja, für die Sparring, ja.
Du hast nicht das hinterste Modell ganz vorne hingestellt, oder? Ich habe das Modell hier dahingestellt und dann die anderen, wie sie nebendran standen haben. Denn so, okay. Oder? Doch. Was hat OPSEC bei dir? Bloß die Scouts, oder? Und bei die Kabale. Mir hat OPSEC nur die Scouts. Und die Kabale, ne? Die Kabale rennen. Kommen die 9 Zoll weit. Das ist der von hier ganz vorne. Komm her, großer Mann. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Nö, aber ich bin da, deswegen geht's was gut. Oder vorhin geht's einfach. Richtig. Bitte? Haben wir jetzt Reifen in unserem Gelaber? Weiß ich nicht, kann schon sein, ja. Hier drinnen steigen aus und rennen für 6. Nice. Das heißt 3 Zoll aussteigen, 3 plus 18, 11 plus 6 und 17 Zoll. Steigst du zuerst aus oder können die doch eigene Modelle durchlaufen? Weil schau mal, du ziehst hier Linien durch Scouts. Steig doch mal erstmal aus. Sollten die Platz machen. Und dann zieh ich, kann ja die Linie na, so ziehen. Ja? Der Kante 17, dass sie ungefähr hier steht. Mess nochmal nach. Mhm. Ja. Die Sturmkanonen hatten 24 zur Reichweite. Gell? 27 bei mir. Achso, du hast plus 3. Ja, ist okay. Kommst du 18 Zoll, das heißt, da siehst du erstmal noch nichts. Das heißt, den schieben wir hier hin. Genau. Gut. Wie viel Platz hast du denn dahin? Da sollte kein sein. Kann sein. Brauche ich den hier, brauche ich noch nicht. Die kommen ja auch noch. Sie, er möchte das Walk Ritual machen. Stopp, warte. Messen. Innerhalb von 18 solltest du nicht, sollte er nicht sein. Achso, nee, ist er nicht, aber der ist innerhalb 24. Er kann den nein, ja? Ja. Das käme auf die 9. Stopp. Kommt auf die 9. Ich zahle 2 CPs und bann ihn auf die 4 plus Iron Hands, ja? Innerhalb einer Iron Hands Einheit, so, ja, darf so ich danach nochmal probieren. Ja, aber leider nicht. Gut, dann sind das für mich 3 Punkte. Ja. Dann casten die Jungs und zwar ein Ghostwalk. Ich nehme hier eine Auto 6. Quicken meine ich. Kommt automatisch.
Das heißt, er darf sich 16 Zoll zurückziehen. Dann möchten die noch auf die Jungs minus 1 Rüstung machen. Das kommt nicht. Jetzt kommt der Inka an dran, der macht Storm Whisper. Das heißt, alles in 9 Zoll um ihn herum kriegt Schaden. Wie viel? Ich würfel W3, das sind. Komm, ich fange alles in 9 Zoll um ihn herum. Also der Speeder, der Speeder, der Speeder. Und die Kanone, ist die drin? Guck mal bitte. Das. Nee, fehlt noch. Gut, ich fange mit dem Speeder an. Jawohl. 3 Mortals. Okay. Für den Speeder in Richtung Mitte eine Mortal. Und für den Speeder links von ihm 2 Mortals. Jetzt möchte er sich selber plus 1 zu Wund casten auf die 7. Das kommt auch. Der hat einen Charge gemacht, hat den Charge Abwehrfeuer, hat die 6 gelegt und noch 2 Sechsen zusätzlich gewürfelt. Ja, dann ist er kaputt gegangen, dann kam der hier hin und dann ist der 11 Zoll hier rüber geflogen. Ah, der ist dahin gegangen, wo der wieder seinen Charge hat. Ja. Genau. Gecastet. Gehe ich in die Schussphase. Jawohl. Die Jungs schießen jetzt muss ich aufpassen. Der ist noch ins du bist zur Base wird gemeldet. Bis zur Base, also, ja. Ach ja. Die Dudes schießen da alles rein. Welche? Der sieht ihn nicht. Die Spinners? Ja. Das sehen nur 2 oder so, ja? 2 bestenfalls. Komm auf die Seite. Komm auf die Seite. Leg den immer so. Wenn du es so legst, dann neigst du immer zu verbiegen. So kannst du es nicht verbiegen. Genau, 2, oder? Warte. Der hier sieht noch die Spitze hier vorne. Ich gebe dir 3, okay. Let's go. Ja, die 3 sowieso. Der vierte. Also der vierte niemals. Laut WTC wird vom Base genommen, oder? Nee, von irgendeinem Teil auch Base. Ja. Und hier genau die Kante. Jetzt habe ich, der sieht sowieso, aber hier genau die Kante. Dann stell doch noch ein bisschen rüber, komm, scheiß drauf. Stellst ein bisschen weiter rüber, jetzt schießt du. Okay, gut. Ach, wie ist es alle 5 oder wie? 5, weil der Chef 2. Ah, okay, alles klar. 4, 5. Nee, 4, 4, 5. Ich mache jetzt mal die. Jawohl. Auf die 3. Stärke 6, Toughness. Toughness 6, immer alle 6. Alle 6. 3-mal, minus 2, gell? Ja. 6er, der zählt nicht. Wenn er rausfliegt, würfel ich ihn immer neu. Ja? Ja. 3 Wunden, hat er noch 4? 4 und 5. Auf die 3. Ah, da kommt noch mehr, oder? Das waren dann alle. 1, 2, 3 Stück. For the Emperor! Sechsen! Sechsen zum Verhexen! Einen hat er noch! Einen hat er noch! I dare you! Da hauen die mal ab. Das ist jetzt hier einmaliger Teleport, oder? Das ist der einmalige Teleport. Okay. Die beiden Lanzen in ihn. Jawohl.
die Shuriken in ihn, die Shuriken da. Okay, let's go. Da rein, ja. Die Shuriken daneben in den Panzer. Treffen zwei. Einer mit minus eins. Auf die fünf habe ich nichts. Das war der hier, oder? Ja. Dann noch vier. Die Shuriken in die anderen. In dem mit einem Lebenspunkt? Ja. Einer mit minus drei. Minus drei, dann habe ich noch eine gar nichts mehr. Explodiert dann? Ob ich Kablui gehe? Nope. Dann steige ich mal aus. Und was ist da für ein Typ dran? Ein roter, gell? Schwupps. Dann wollen wir doch Team Rot mal hinstellen, so dass du hast noch eine 6 für den Charge, richtig? Ja. Dann stelle ich sie so weit wie möglich weg von dir auf, ja? Und zwar hier hinten. Wer kann noch schießen? Der hat noch seinen Flamer. Wie viel Reichweite hat der? 6 Zoll hat er nur. Der hat nur 6 Zoll. Okay, das heißt, es geht nur bis dahin. Da stehe ich relativ safe. Dann stelle ich mich 3 Zoll weg von dir. So hin. Und der Hammer-Typ geht in die Mitte, falls du mich chargen sollte und ich aus irgendeinem Grund das überleben sollte. Ja? Gut. So, dann würfeln wir, wie viele sterben. 5 Würfel. Und dann stirbt einer. Machst du die Zeit bitte wieder zurück? Ja. Und du darfst weitermachen. Und der kommt natürlich weg, logischerweise. Dann habe ich jetzt einen 7er Charge. Ein 7er Charge, das ist doch gut. Kannst du machen. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Reboot. Jawohl. Schieße da auf die Scouts. Ja. Treffen auf die 3. Verwunden auf die 4. Minus 3. Minus 1. 3 mal minus 1 auf die 5. Habe ich 2 geschafft, dann sterben jetzt noch 2, ja? Ja. Der Hübsche geht und der will auch nicht mehr. Gut. Die machen ihren Battle Focus Move für 2 Zoll. Ich will dann nur da aus der Schussreichweite raus. So. Okay. Der Inkan schießt jetzt auf alles innerhalb von 6 Zoll Umkreis. Der kann auf alles schießen? Ja, auf das Boot. Also sein Flamer kann auf alles? Ja. Okay. Im Abwehrfeuer aber nur auf eine Einheit. 5 Stück. Hier 5 auf die 3. Minus 2, ein Schaden. Was hat er für eine Stärke? Stärke 7. Stärke 7. Minus 2, ein Schaden. Ja. Oh, das ist natürlich fies. Minus 2 habe ich eine 6. 4 Wunden. Das war jetzt auf den da, oder? Ja, genau. Ob er Kablui geht? Nope. Da ist Trupp. Schwarz drin. Steige ich da hinten aus? Okay, nächster. Der im Wald, 6 Stück. Der macht immer W6 Schuss, oder? Immer W6 Schuss. Würfelst du zweimal hintereinander 6? Du bist so frech. Krieg ich auch 4 Schaden. Dann hat er noch 2. Meine Zeit für den drinnen. 3. 2 Stück. Schuss mal beim nächsten Bewegen, dass du das NCRs nicht overlappst. Wie, was? Muss ich overlappen, das meine ich. Du kannst mit dem nicht Arsch oder Arsch. Okay. Ja. Der hat jetzt noch wie viel? Der hat noch 2. Und der hat? Der hat noch 3. Der hat noch 3, der hat noch 2. Und der hat keinen Hammer mehr. Der ist abgebrochen. Der fängt ja schon gut an hier, das Turnier. Entschuldigung. Ich nehme den weg, ja, aber... Ja, nimm ihn weg. Okay. 2, 2,
zwei. Achso, die habe ich ja da offen. Auf die kann ich nicht schießen, hatten wir gesagt. Ja. Genau. Mit den D-Kanonen. Da können wir auch nicht drauf schießen. Die können noch schießen. Gut, die werden dahin schießen und das machen. Die werden dahin schießen. Der muss da. Der muss da. Da muss ich da natürlich gucken. Der muss im Endeffekt weg. Weil hilft nicht. Eine D-Kanone hier rein. Jawohl. Zwei D-Kanonen da rein. Okay. Die einzelne D-Kanone. Drei Schuss auf die Fünfen. Nix. Die anderen beiden. Zwei Vierschuss auf die Fünfen. Zwei Stück. Zweimal mit minus ganz viel. Ja, nee. Bisschen minus genauer. Minus 4 auf die 3. Minus 4 ja, haben minus die. Minus 3. Ist da eine minus 3? Okay, dann reicht's leider. Okay. Wie viel Schaden? 4 und 7. Ich explodiere nicht. Ich steige aber aus. Die kriegen schon Abzug im Wald, oder? Charges und so weiter. Okay, dann. Wenn ich durch den Wald charge, ja, klar. Ich habe für die 5 noch nicht gewürfelt, ob da überhaupt jemand stirbt, ja. Ich mache erstmal die Schwarzen, ob da einer stirbt. Da stirbt keiner. Und dann jetzt kommt der lila Trupp. Steige ich tatsächlich so weit vorne aus wie möglich. Like this. Wenn das überhaupt machbar ist, ist zu weit, bisschen zurück. Gut, dann würfeln wir. Stirbt keiner. Der Panzer lötet alles da rein. Okay, minus 1, ne? 6 Schuss Shuriken auf die 4. 3 Stück. Auf die Vieren, 2 Stück, einer mit minus 1, einer mit minus 3. Minus 1 habe ich nicht, minus 3 habe ich auch nicht. 2, 4 Schaden. Ja, ich explodiere. Nope, ich explodiere nicht. Da steigen wir, da ist das da. Da haben wir den, da zahle ich einen CP und steige mit denen so weit möglich, so weit wie möglich aus. So. Ist dann innerhalb 6 Zoll. Mhm. Dann möchte ich dann hier aussteigen. Haben die schon geschossen, ja, gell? Die haben schon geschossen. Aber die können noch chargen, richtig? Die können noch chargen. Okay, innerhalb 6. Okay, dann würfeln wir. Boah, sterben 3. Gut, dann du wieder. Die beiden schießen auf die beiden Scouts in der Mitte. Er schießt. Da auf den Trupp. Nee, hier vorne auf den Trupp. So. Okay, wer schießt auf wen was? 2 Typen auf die Scouts da hinten. Aber da gibt es minus 1, richtig? Ja. Yep. Dance Cover, okay? Ja. Yep. Jetzt hast du mich durchgefragt. 3. Und einer schießt wo drauf? 6. Entschuldige. Der eine schießt hier vorne drauf. Alles klar, komm her. 3, 6. Jetzt erstmal die Scatterlaser in die Scouts. Jawohl. Auf die 3. Wow. Minus 1, ne? Auf die 4. Ja, die treffen auf die 2. Ah ja, das sind ja voll die Üblen. So viele mit minus 6? So viele mit minus nichts. Ich habe einen Benefit of Cover, weil ich Dance Cover genieße. Also habe ich plus 1 mit meinem Tarnmantel. Und treffe selber auf die 3. Aber das bringt dir nichts, diesen Druck. Gut. Ups. Auf die 4. So viele auf die Speeder. So viele auf die Speeder. Minus 6.
zwei gehen leider durch. Jo, also Scoring, unser Tool dafür ist leider abgeschmiert. Deswegen werden wir, sobald die Runde durch ist, dann natürlich einmal die Informationen durchgeben. Denn Dennis macht gerade quasi die Rückrunde. Martin hat angefangen. Und es ist, ich würde nicht sagen blutig, es ist sehr viel Altmetall. Ja, es ist altmetallig, ne? Also in der Luft liegt auf jeden Fall ein metallisches Geschmäckle. Martin hat, glaube ich, verhalten angefangen, sich auf Marker gesetzt und versucht, ein bisschen Schaden anzubringen, versucht, behind enemy lines zu scoren, hat nicht so richtig geklappt, hat aber den UK nach vorne gebracht, also da, wo der Speeder dann gestorben ist, im Abwehrfeuer, ist der NK nach vorne gehüpft, damit er jetzt da noch chargen kann. Und wir sind immer noch in Dennis' Beschussphase und der schießt wirklich, wirklich viel. Wirklich viel, wirklich hart und spielt halt richtig die Stärken des Inkans mit seinem AE-Schaden, nenne ich es mal wirklich, aus. Das hat schon ordentlich geknallt. Movos durch seine Power, die innerhalb von 9 Zoll Movos eben verteilt. Dann hat er seinen Flamer, der... Genau, Roundhouse-Kick-Flamer, der auch richtig ausgeteilt hat. Und ja, da fliegen die Transporter halt alle durch die Gegend. Und ich glaube fast zu meinen, dass mittlerweile alle Transportspeeder tot sind. Und oben wird gecharged. Da gehen die, was ist die Konklave oder sind das die Shining Spears? Das sind die Speere. Okay, dann die Speere oben in die Space Marines. Landspeeder. Er hat aus der Mitte anscheinend alle Scouts rausgetickt. Es stehen noch ein paar Scouts auf der linken Seite, da im freien Gelände. Da stehen noch drei, die waren ausgestiegen aus dem Speeder, der gecharged hat und im Abwehrfeuer starb. Mhm. Und dann stehen noch ein paar Scouts auf dem Marker rechts oben. Da hat er, glaube ich, einen 7er Charge hin mit den Bikes. Da wird gerade nochmal diskutiert, ob er nicht vielleicht doch 8 braucht. Ja. Und dann stehen noch Scouts auf dem rechten unteren Marker. Moin Harry, moin Martin, moin Juicy, moin alle, die wir vergessen haben. Insgesamt hat er 5 Landspeeder Storm aufgemacht, nur durch Psi und Beschuss bisher. Ja. Und halt jede Menge rausgeputzelte Scouts auch noch. Also er zeigt Martin gerade in seiner Runde 1, so pass auf, 5 von den Fahrzeugchassis kriege ich auf pro Runde, wenn ich will. Das sind, noch mehr. Das sind die 5, die mehr Lebenspunkte haben. Ja, die mehr Lebenspunkte haben und jetzt auch ihren Obsec-Inhalt quasi schon ausgespucken mussten. Das macht das Primary Game für Martin unglaublich schwer. Ja. Wenn er seine 6 Scout-Einheiten quasi früh einbüßt, hat er nur noch einzelne Fahrzeugmodelle zum Punkten. Genau. Das heißt, er muss töten, das muss er aber sowieso machen. Ja, das muss er sowieso machen, aber Elder töten ist gar nicht mal so leicht, obwohl es ist leicht, aber dafür muss man vorher Elder sehen und das ist die bedeutend schwierigere Aufgabe. Das ist halt das Schöne, was Dennis hier gezeigt hat, halt viel Damage-Output ohne zu viel zu committen. Er hat noch wirklich, wirklich viel, was er nicht committed hat. Der Inkan dreht halt ein bisschen frei momentan und der ist natürlich dann... je nachdem, wie Dennis das stellt, schon ein Prime Target. Das heißt, der wird ein bisschen Damage soaken, der wird dann auch down gehen, aber der hat auch getan, was er sollte. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob der darf diese Runde nochmal springen und je nachdem, was jetzt im Nahkampf passiert, kann der natürlich noch irgendwie an eine Stelle springen, wo der das ist natürlich möglich, gegebenenfalls nicht ganz so leicht aufzuheben ist. Ja, also ich glaube, ich nenne es jetzt mal Schwadron, entweder die an der Nord- oder an der Südflanke. Ja. Eine davon wird den Inkan wahrscheinlich zu Gesicht bekommen, aber die Frage ist, wie viel willst du da reinpumpen? Hat er noch Charakterschutz? Genau, ob Martin das auch wirklich will und dass Dennis sehr offensiv plant, Martin vor diese Entscheidung zu stellen. Ja. Das zeichnet ihn natürlich aber auch aus. Und Dennis ist ja vielleicht nicht so vielen Leuten bekannt, aber er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, ich bin... Und das zeigt er auch gerade. Ja, aber ich bin mega gespannt auf den Return. Ja. Tatsächlich. Also wie weit geht Martin dann raus? Wie viel... Was zerreißen die Speeder alles? Weil, hey, also Dennis hat nicht super committed, aber da stehen halt schon jede Menge saftige Ziele auch. Und wenn die weg sind, dann tut das auch richtig, richtig weh. Also, ja. Sehr viel Mobilität, die Dennis jetzt committed hat, ne, mit den Bikes und dem Serpent. Der Serpent kann auch auf jeden Fall durch die ganzen Multimelter gehen. Ich glaube aber, der Serpent ist relativ wurscht. Ja, der ist halt schnell. Ja,
Ja, sicher. Also vermutlich versucht er damit zumindest in der nächsten Runde, sollte er überleben, dann nochmal einmal für Engage was zu holen. Genau das gleiche, was oben wahrscheinlich die Spears machen, dass die mit dem die zwei Lands wieder totschlagen und dann mit einem soliden Pile-In dann da die Punkte machen. Obwohl braucht er gar nicht, weil er unten rechts schon die Shroudrunner, drin hat. Und da werden noch aber Scouts getan. Nach einer Dreierhose. Jetzt sieht es sogar so fast aus, als würde er oben rechts drei Einheiten reinkriegen. Und jetzt muss man aber eigentlich auch wirklich messen. Unten links sind die alle drin. Auf dem Heimmarker stehen die im oben links im Viertel, um da Engage zu machen. Nee, glaube ich nicht. Das sehe ich nämlich auch so. Also es kann sein, dass da hinter dem Haus noch was steht. Ja, da stehen auch Warp Spider. Stimmt. Ja, mit denen hat er geschossen und ist zurückgesprungen. Wir möchten uns im Übrigen bei knapp 60 Zuschauern bedanken. What? Leute, sehr, sehr geil. Vielen herzlichen Dank, trotzdem wir euch kein Scoring geben können und dieses Spiel auf ewig 0-0 halten wird. Ja. Wir müssen ja ein bisschen Luft nach oben lassen für morgen. Stimmt. Wenn euch das trotzdem schon reicht, ein bisschen Luft, dann besucht uns gerne auf co-fi.com/targetpriority40k und schmeißt 1 oder 2 oder 3 Euro in die Kaffeekasse. Darüber freuen wir uns. Wir werden heute, morgen und übermorgen das ganze Turnier hier, den Top-Table oder zumindest den Tisch hier bereit haben beim Firebug Open 2023 in Karlsruhe, um euch richtig schönes, hartes 40k zeigen. Ja. Oh, ja. Ja, und jetzt sind wir in der Nahkampfphase und es gibt richtig Schlägerei. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Spieler, damit sie sich hauen können. So, der rutscht 3 Zoll hier rüber. Dann bin ich mit denen im Nahkampf, ja? Und näher an ihm wie vorher. Ja. Er muss aber aufpassen, hier sind auch noch Leute, gell? So. Da bin ich, sollte ich 1 Zoll wechseln. Ja, mit denen will ich nicht im Nahkampf. Okay. 2, 4, 6. Mit denen bist du noch nicht im Nahkampf, gell? Noch nicht an der Base ein Zoll dran. Zählt da nicht der Rumpf? Zählt immer die Base. Ich hatte da gestanden gehabt, dann kann ich mit dem aber auch noch. Also ich hatte hier gestanden gehabt. Mit dem gehe ich dann noch ein bisschen rein, dass ich mit denen noch in den Nahkampf komme auf die Base. Auf den Zoll. So. Das war der Punkt. So, die Jungs hauen da jetzt rein. Okay. Treffen gar nichts, das ist ziemlich uninteressant. Okay. Banshees. Das ist nicht wichtig. Das da ist bin ich knapp 5 und hier ist 4,5. 4,5, okay. Dann geht die darüber, die dahin, die muss noch ein bisschen da rein. Die kann damit da drüber zuhauen. 3, 4, 5. Ja. Okay. Alle die Scheffeln treffen 4 auf die 2, 3 Stück mit minus 4. 3 Stück mit minus 4. Jetzt der Rest aus dem Trupp. Entschuldigung. Eine darf nicht zuschlagen. Alles minus 4, gell? Alles minus 4. Die auch nochmal mit minus 4. Ja, alle tot. Ja, sie sind minus 1. Das ist ziemlich egal. Okay. Möchtest du den Trupp beim Inkan auch einfach wegnehmen? Nee, nee, würfel den. Hab schon alles gesehen. 8, 10, 12 Attacken. Stärke 6. Plus 1 zu Wund. Alle okay. Auf die 2. Okay, der hatte plus 1 zu Wund. Dann reicht's für sonst. Sind das alle? Wäre es vielleicht so knapp gewesen. Das ist minus? Minus 3, 4. Okay, passt. Alle tot. Der Kleine ist auch minus 4. Okay. So, jetzt kommt hier der wichtige Teil. Der will da basen. Okay. Der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Okay, schlag zu. 4, 5 Attacken. Boah, treffen 2. Wundet keiner.
Dann darfst du zurückhauen. Dann darf ich zurückhauen, oder? Geht der näher als da? Die zwei hast du gebased, gell? Ja. Yep. Dann schlage ich zu. Ja. Yep. Fünf Leute. Schwan. Der saß schon mit dem Hammer. Er hat drei Attacken, trifft auf die vier. Alle, Stärke 8 auf die 2. Zweimal, minus 2. Okay. Und dann sind es noch 1, 2 andere Jungs. Nur. Auf die 3. Die haben nur. Achso, ja. Master Artisan, den habe ich noch nicht benutzt. Und dann auf die 3. Ha, der war nichts. Okay, dann. Das ist. So, ja. Ich will da nichts basen. Hier kannst du noch zu haben. Okay, dann schlagen wir da hinten zu. Wir beginnen erstmal mit dem Nahkampf. Yep. Da gehen wir so näher ran. Der ist nicht gebased. Das heißt, der geht so näher ran, der geht so näher ran. Schlagen die alle zu. Und okay. Let's go. Erster, zweiter, dritter, 6 Attacken. Auf die 3. Master Artisan. Auf die Stärke 4. Auf die 4. Dreimal AP 0. Wer nimmt es? Ein normaler Dude. Okay. Und dann von dem anderen Trupp schlagen wir alles auf die Shining Spears, ja. Die anderen haben nur einen Vierer-Safe, gell? Zwei schlagen in die. Die zwei musst du da drüber und den einen darüber. Ich peile und konsolidiere gleich mit denen, ja. Erstmal zwei Typen in die Scouts. Master Artisan. Und auf die 4. Einmal. Und in den anderen, ups, zweimal, dreier safe. Hat noch einen Leben. Okay. So, ein Pilot, Konsultation, okay, nee, da bleibt immer so stehen. Gut, passt. Dann war es das mit deiner Runde, oder? Moralwerttest, die müssen keinen machen, die haben nur zwei Leute verloren. Du musst keinen machen, gell? Ja. Yep. Dann schreib mir deine Punkte. Was hast du erreicht? Ich habe Engage für... Also du hast auf jeden Fall genug gekillt für 3 Punkte hier. Ja. Du hast Engage hier. Du hast 6 Zoll Abstand, oder? Das sind 36. 36 ist bis hier. Das heißt, du bist du noch drin. Das ist kein Engage. Ja gut, habe ich ein bisschen doof gestellt. Also ich 2 Punkte. Da bist du aber drin, oder? Da bin ich drin. 2 Engage, Bring It Down hast du alle Landspeeder Stone kaputt gemacht, das sind 5 Punkte und Warp Ritual habe ich dir schon eingetragen. Dann bist du fertig, oder? Ja. Yep. Meine Runde. 1 CP, 1 CP. Magst du mir noch die Zeit geben für meine Würfel? Jetzt habe ich dich überall rausgelockt, jetzt muss auch was kommen in der Runde. Ja? Jetzt muss so viel kommen. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Flamer alle angeht, weißt du? Ich dachte eigentlich, dass hier noch Speeder stehen und dann purzeln die Typen später raus, weißt du? Gut, aber die Typen, dass ich die kille, war wichtig für dein Behind. Dass die jetzt noch stehen, war... Entweder hätten deine gehen müssen oder meine Frau. So, ja, das ist... was ist tot? Viel. Da ist also sehr viel tot und ich sag mal, Martin hat das gerade sehr, sehr gut gesagt. Er hätte schon damit gerechnet, dass ein bisschen mehr stehen bleibt. Kurze Abrechnung. Die Iron Hands haben geschafft, 2 Punkte in Codex Warfare, 2 Punkte bei Cold Fury, 3 bei Behind Enemy Lines. Die Inari haben gekontert mit 2 Engage-Punkten, 5-mal Bring It Down und das Warp Ritual, was Martin richtig gekostet hat, und zwar Nerven und 2 CP. Ja. Und der Inkan, der, glaube ich, wird Martin heute Nacht noch im Schlaf besuchen, je nachdem, wie sehr er jetzt... Er muss, ja, Damage soaken kann. Er muss da rein committen ohne Ende jetzt, ne? Ja, er muss zumindest sich permanent die Option offen lassen mit noch einem Speeder und noch einem Speeder. Ja, weil du weißt halt nie, bei diesen Meltern und dem Vierer Retter, du weißt halt nie, das kann mit 2 erledigt sein. Tech Marine raus, geht hier 4 und dann nochmal 2. Engage, 3 Zoll Abstand, wenn man 4 Viertel hat. Ah, das kann neu sein, ne? Wären 3 für Engage. Ja, wenn das so mit 3 ist, Zoll, das mal eben gegen. Ja, das müssen die Jungs selber wissen. Ja.
Da so. Wäre ich sogar bereit. Die bleiben im Nahkampf, die fühlen sich da eigentlich ganz wohl. So, weil sie es extra gerade nochmal ausgemessen also haben. Also, wenn sie es ausgemessen haben, gut, dann kannst du es ja mal eben hingehen und dann eben sagen. Ich werde dann den Rest hier einmal kurz dann noch bequatschen. Ja, genau. Also, bei Martin kaputt gegangen, haufenweise Transporter. Und er hat auch gerade gesagt, er hat das nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass der Inkan halt völlig durchdrehen wird mit seinem AE-Schaden. Der Inkan steht jetzt offen, der wird jetzt auch angegangen. Das ist 6 Zoll. Alles gut. Und der muss auch within 6 haben. 6 Zoll, ja. So. Gut. Von daher. Ich bin da sehr gespannt, was Martin jetzt am besten macht. Martin hat eine 4er Runde bekommen. Was hat er? Primary eine 4. Ja. Das war 18 Zoll. Brauche ich wieder genau, diesen Punkt die, zur Mitte. Die beiden Mittelmarker vier, quasi genommen. Und oben mit den Shroudrunner, nee, mit den Shining Spears, nee, Shroudrunner Bikes und ja, unten mit einer Einheit so hin, Banshees. Ja. Der Rest ansonsten, ja, Dennis hat halt echt schon viel rausgestellt und jetzt kommen auch richtig so viele Patronen. Und ich erwarte Weg. Eigentlich, hier dass so die Shiny Spears, die Shotrunner, die Banshees und der Inkan alle weg sind und die Wave Shop im Prinzip auch. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Jungs oben, die Shining Spears, da nicht sonderlich viel gemacht haben. Ja. Und ich, was mich überrascht, ist, dass er halt von seinem Marker da runtergegangen ist. Ne? Aber der ist halt unattraktiv zu halten. Am Ende. Was du darauf stellst, stirbt. Dann kannst du vielleicht auch einfach lassen. Ja, gut, das kann man natürlich so sagen. Ja, klar, also wahrscheinlich muss er... Er braucht den ja nicht, 16, nicht dringend, um 8 Punkte zu machen. Der mit 16, nee, stimmt. Also, aber die Möglichkeit ist ja jetzt einfach dann wirklich, wie du sagst, zu sagen, okay, wenn ich irgendwas auf dem Marker stehen lasse, dann geht das halt nach Hause. Also spare ich mir das diese Runde, versuche so möglichst viel die Einheiten, die ich da drauf schieben würde, versuche ich zu behalten, mit den Damage zu machen und so mir vielleicht für die späteren Runde mehr... Personal zu lassen, was ich dann auf den Marker schieben kann. Ja. Das sieht Stand jetzt eher nicht so aus. Also wird das aufgehen, sag ich mal. Denn da, wo die Shining Spears jetzt stehen, werden sie gleich auch nicht mehr stehen. Nee, aber das sind ja noch die Warp Spiders für den Job. Ja, die stehen da hinter der Wand, aber Stand jetzt wird dann aber noch nicht so viel tot sein, dass er die Warp Spiders irgendwie auf den Marker hängen lassen kann. So, von daher sehe ich das als schwierig an. Ja. Da wirklich so hinten dran zu sein. Genau. Wir sehen jetzt, was Martin macht. Ich finde das ziemlich spannend. Er positioniert dieses Schwadron. Ja, der ist voll übel. Wirklich sehr, sehr multi-optional. Ja, der hat das fast alles Sichtlinie auf den Inkan und trotzdem irgendwie so viele auf die Wave Serpent, dass er, falls der Inkan schnell runtergeht, immer noch, also dass er nichts verschwendet einfach. Ne? Also dass er sich multi-committed quasi. Okay. Fenster. Finde ich, ja, muss er im Prinzip so machen. Er muss jetzt gucken, dass er den Output, der da rauskommt, so anbringt, dass im Prinzip die ganze Spielfeldhälfte wieder frei ist. Und dann kann Dennis sich ja überlegen, ob er das Ganze nochmal so spielt. Ja. Weil so viel Ressourcen, das immer wieder abzuziehen, Martin so viel immer Sorge wieder auf 4 zu drücken. So blöden Inkan, und, weißt? 5 Speeder pro Runde zu killen, hat er dann auch nicht. Ja. Gut. Also speziell, wenn der Inkan jetzt geht. Die können da reinschießen. Und die Shining Spears, dann geht auch ganz viel Beweglichkeit. Und die Shroudrunner da oben. Auf jeden Fall. Also Martin ist ja by no means hier irgendwie raus aus dem Spiel. Also er hat ja effektiv auch gar nichts gemacht in der ersten Runde. Er hat jetzt seine ganzen Transporter verloren. Primary ist eine Sache, aber jetzt ist es halt so, jetzt muss er mähen. Jetzt muss richtig, muss die Luzi abgeben. Und deswegen würde ich auch mal gerne auf die Jungs geben. Ja, diesen Ton. Wenn er es überlebt. Wenn er es überlebt. Ja, da habe ich dann die Mitte mit einer Einheit. Gut. Behind enemy lines habe ich ja noch, also alles gut. Dann gehen wir über in die Psi-Phase. Sind wir mit der Psi-Phase fertig? Dann gehen wir über. Also warte mal, hier habe ich noch was übrig gelassen. Moment. Ja, aber es ist so. Das ist verkraftbar, glaube ich jetzt einfach mal. Gut, dann gehen wir über in die Schussphase. In der Schussphase, der hier kriegt den Target Protocols, die Einheit, ja. Das heißt, sie dürfen einen Treffer, einen Verwundungswurf und einen Schadenswurf wiederholen. Yep. Let's go. Die feuern alle in den Inkan. Yep. Das sind 6 Multimelter. Ich muss noch eine Sache prüfen. Ich bezahle noch ein CP. Bei 6 to wound. Mache ich Top 2 Wunden. Ja. Das ist zwar nur bei 6 Schuss, aber ich mache das jetzt.
Okay, let's. Machst du nicht. Gib den. Ich halbiere den Schaden, dann machst du wieder nur einen. Nein, 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 nein. Nicht halbieren den Schaden, sondern jedes 6 beim Verwundungswurf sind 2 Verwundungen. Ach so, muss es beides helfen. Dann ist was anderes, ja. Nee, dann zieht er den. Ja, weißt du was, ich mach's noch nicht. So desperate bin ich noch nicht, weil ich habe noch andere Knarren, ja. Let's go. Doch, ich mach's, weil ich desperate bin. Auf die 3. Ja. Auf die 3. Master Artisan, einzeln wiederholen. Das heißt, den Trefferwurf von Target Protocols habe ich eh nicht gebraucht, ja. Stärke 8, Toughness 7, auf die 3. Ja. Da darf ich jetzt einen Verwundungswurf wiederholen, brauche ich nicht, weil er sehr erfolgreich war. Da war aber jetzt kein einziger 6 dabei, das heißt ein CP 5. Für die Katz, ja? 5-mal bitte. Der erste Save, zweite geht durch. Der geht durch. Den rerollen wir mal. Für ein CP, okay. Hey, hey, grüß dich, Robin. Geht trotzdem durch. Save. Autosave. Das heißt, 2 gehen durch, oder? 2 gehen durch. Dann mache ich den ersten, der macht 7 Schaden, wird 4. Ja. Der zweite, der macht 6 Schaden, wird 3. Ja. Und ich werde von Target Protocols nicht rerollen. Ja? Das heißt, das war eine völlig falsche Einheit, weil die erfolgreich waren. Das heißt, habe ich jetzt 4 und 3, 7 Schaden gemacht. Dann hat der Kerl noch 5, oder? Ja. Okay, ist die erste Einheit fertig. Da warten wir mit dem ganzen anderen Gedöns. Hier haben wir Assault Cannons, hier haben wir nur Multimissers, deswegen schießen wir jetzt mit denen da drauf. Ja. Die sind alle innerhalb 13,5 Zoll und alle können außerhalb des Waldes am Wald vorbeischießen. Willst du das noch bestätigen? Ja, 13,5 wollte ich noch. Ja, ja, okay, gut, dann let's go. Das sind 6 Schuss. 2, 4, 6 Schuss. Treffe auf die 3. Ich habe einen Master Artisan und einen wiederholen. Treffe 5-mal. Stärke 8, Toughness 7 auf die 3. 4-mal bitte. Bei 4. Auf die 4. Gehen 3 Stück durch. Dann machen wir die nacheinander, weil ich einen CP-Reroll vielleicht benutzen werde. Das sind 6, also 3. Das hier wären jetzt nur 2 Schaden, gell? Ja. Wie viel hat er danach noch? Ich hab jetzt noch 2. Ja, dann das kommt. Der einer geht noch, also komm. Ja, dann ist er Cappuccino. Nein. Ist er tot? Okay, falsch. Das ist schon mal sehr gut. Wie viele Punkte kostet der nette Herr? 200 Apples. 300 okay. Apples. Gut, die haben geschossen, die Multimelters haben geschossen. Jetzt können wir mal mit dem Rest weitermachen. Als erstes fangen wir hier mit dem Squad an. Der ballert alles, was er hat, in die Shining Spears, ja? Ja. Die anderen haben keinen Retter, richtig? Die anderen haben keinen Retter. Die haben keinen Retter. Das heißt, wenn ich in die jetzt noch reinschießen wollte, nimmst du die vorderen weg. Auf wen hast du die Wunde gelegt? Auf den vorderen. Auf den vorderen. Das heißt, wenn der rausgeht, dann bin ich immer noch im Nahkampf, richtig? Ja. Mit einem. Okay, let's go. Wir fangen mit, wie viele Lebenspunkte hat er da noch? Einen, ne? Der eine hat noch einen, ja. Dann fangen wir zuerst mit dem Massenfeuer an. Das sind dann 18 Schuss Autocannon. Das sind 6 und 6 und 3, 6. Ich treffe normalerweise auf die 3, aber weil ich im Nahkampf bin, mit einer schweren Waffe auf die 4. Den wiederholen wir. Einsen wiederholen. Ich werde meinen Master Artisan hier nicht benutzen. Den spare ich mir für die Melters auf. Dann nehmen wir die Fels raus. Das sollte passen. Stärke 6, Toughness 4. Ich verwunde auf die 3. Let's go. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann haben wir 4-mal minus 2, bitte. 4-mal auf die 5. Geht erstmal auf wen? Warte mal, erstmal auf den einen, auf die 5. Nein, ist der tot. 2-mal auf den anderen Einzelnen. Der lebt noch mit einem Leben. Der lebt noch mit einem Leben. So ein Arsch. Okay, Multimissers. Auf die 4. Oh, sorry fürs Fluchen. Einsen wiederholen. Stärke 8, Toughness 4. Ich wunde auf die 2. 4-mal, bitte. Minus 5. 5er Retter, safe. 5er Retter, safe. 5er Retter, safe. 5er Retter, ist der eine tot. Der ist tot. Das heißt, einer lebt noch, oder? Einer lebt noch. Okay, aber der ist nicht im Nahkampf, richtig? Der ist nicht im Nahkampf. Okay, dann machen wir weiter. Die andere Einheit, alle ihre Multimelter in die Shortrunners. Let's go auf die 4. Ein Master Artisan. Stärke 8 auf die 2. Let's go. Der hier nicht. 4-mal, bitte. Schaden. Minus 5. Achso. Es ist alles innerhalb 30, mindestens 3 Schaden. Alle kaputt. Okay. Dann machen wir hier weiter. Techmarine ballert da rein. Trifft alles. Wo rein? In den einzelnen Flyer-Typ. Da hast du minus 1 genommen, ja? Ja, genau. Ich triff auf die 2 nochmal. 3-mal minus 1, 2 Schaden. Auf die 4. Tot. Hat er noch ein Leben? 6 Schaden. Hat er 7 Leben. Achso, nee. Dann tot. Genau. Gut. Dann machen wir hier weiter.
Die haben geschossen, die haben geschossen. Jetzt machen wir hier die Multimelter. Ne, machen wir erstmal den Trupp hier mit den Assault Cannons, die drei gelben. Die feuern alle Assault Cannons da rein und feuern alle Multimelter da rein, ja? Let's go. Assault Cannons in die Damen und die Multimelter da rein. Korrekt. Minus eins gegen die Damen. Okay, ja. Erstmal die Multimelter treffen, einsen wiederholen, ein Master Artisan auf das Fahrzeug. Der war schlecht, zweimal bloß. Auf die vier, ne? Ja. Zu einmal. Auf die fünf. Geht durch. Für drei Schaden. Will ich das CP rerollen? Wie viel hat der noch? Der hat sieben. Der hat ja noch sieben, oder? Dann will ich das rerollen. Dann nehme ich den raus. Und rerolle das für fünf Schaden. Hat er noch zwei. Okay, dann die Assault Cannons. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Minus eins auf die vier. Einsen wiederholen. Und da waren jetzt einige dabei. Der nicht, das nicht, hier nicht, da nicht, dort nicht, das nicht. So viele, Stärke 6, Toughness 3 auf die 2. Dann haben wir so viele, bitte, minus 2. Nimm einfach die Würfel, ja. Auf den 5er Retter und die Exalchen zum Schluss. Der ist geschafft, der ist geschafft. 1, 2, 3, 4, hat die Chefin noch 2 Leben. Hat die Chefin noch 2 Leben? Okay. Dann schießen wir, die hatten was für einen Retter, einen 5er, gell? 5er Retter. Dann schießen wir zwei. Der hat noch zwei Leben, gell? Der hat noch zwei Leben. Ist da noch was drin? Nee, gell? Nein. Okay, ein Multimelter, zwei Multimelter da drauf, ein Multimelter auf die Chefin, ja? Nee, weißt du was? Zuerst die Snipers, die schießen auf die, ja? Das ist ein Raketenwerfer, der trifft, minus eins, wundet nicht. Die Snipers, einsen wiederholen, treffen alle auf die 13 Wunden, zwei Movos und zweimal gehen durch. Dann ist er eh schon tot. Gut, dann machen wir jetzt hier 6 Multimelter rein. 6 Multimelter, minus 1, immer minus 1 das Ding zum Treffen, oder? Ja. Ist egal, ich habe nur 4 gewürfelt. Und dann auf die 4 zum Wunden. Boah, nix. Alter Schwede, was ist denn da los? Will nicht kaputt gehen. Da hast du nichts mehr draufstehen, gell? Das ist nur das eine Fahrzeug. Ja. Okay, Pistolen, Jungs, hier drauf. Ja. 3 Schuss. Okay, ich habe, warte, es sind nur 2 Schuss, aber ich kann einmal Master Artisan machen, ja? Trifft, wundet. Okay. Minus 1? Nee, minus gar nichts. Nee, dann ist safe. So, die haben geschossen, die haben geschossen, die haben geschossen, die haben geschossen, das hat geschossen, hier hat alles geschossen. Dann haben wir nur noch die Thunderfire kennen. Die Thunderfire kennen. Könnte jetzt auf die hier schießen. Was ist da noch drin? Die Spinnen. Die schönen Spinnen. Dann würde ich sagen, schießen wir auf. Ich versuche das kaputt zu machen, weil das einfach High Risk, High Reward, ja. Unlogisch, dass ich es kill, aber ich mach's. Ich probiere es jetzt. Treffe auf die Anzahl Schüsse. 2 und 1. Weil wenn das Ding kaputt gehen sollte, dann scorst du 4 Punkte weniger. Auf die 5. Einsen wiederholen. Ich treffe normalerweise auf die 2, also es ist jetzt auf die 4. Genau. Viermal. Stärke 4, Toughness mehr auf die 5. Komm, gib mir 3. Einer, gar keiner. Gut, so war das. Dann ist jetzt hier alles tot, richtig? Ich habe jetzt nichts übersehen irgendwie auf die Schnelle. Nee, Moment. Gut, bis auf das da hier. Yep. Dann versuchen wir, gut, ich muss hier in der Mitte bleiben. Wenn ich das Ding hier im Nahkampf mache, dann komme ich einfach näher an dich ran. Aber wenn ich jetzt aber noch zerstöre, gibt es ja keinen Inkan mehr. Ich probiere den Charge rein. Wo rein? Die da, da rein. Aha. Darf ich? Ja, mach mal. Let's go. 8. 8. Reicht? Dann fliegen wir. Da stehen noch meine Scouts drauf. Wenn du jetzt so die sind bist, doch tot. Nee, vergiss es, vergiss es. Die kommen noch, die kommen noch, die kommen noch, das kommt noch und da ist noch der Fass hier nicht dabei. Also die Speere, ne? Die sind tot. Okay. Gut, das war's, dann schlagen wir zu. 3 Attacken, 3 Attacken. Ja, schlagen nur 2, also 6 Attacken. Ich hab sonst keine Wahl. Auf die 3, der nicht, ein Master Artisan. Stärke 4, Toughness mehr auf die 5. Und da habe ich jetzt 4-mal bitte. Bitte, kill minus, minus gar nichts. Well, hello, hello, hello. Da sind wir wieder. So, da sind wir wieder frisch dabei. Ja, das war die Runde von Martin. Beziehungsweise noch läuft die Runde, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass, okay, ich, genau wie ich mir dachte, töten die Landspeeder den Transporter, ja. Die Wave Serpent im Nahkampf, genau das wollte ich nämlich gerade ansagen. Mal eben noch ein kleiner 4-Punkte-Swing.
Ja, genau, ganz hervorragend. Genau so passiert das immer. Die haben ja einfach stark genug angefahren. Ja, also, Martin Turn 1, Turn 2, was ist hier passiert? Er war oben im Nahkampf mit Shrotrunnern und Shining Spears, hat die aus dem Nahkampf heraus erschossen, hat auch alles, was da oben steht, gebraucht, um das zu tun. Er hat sehr viele Melter in den Inkarn gepumpt, ich glaube zwei Squads komplett, also sechs Multimelter. Hat ihn damit auch down gekriegt, hat mit ein bisschen Knittelknaddel Banshees von seinem Marker runtergetötet. Und jetzt halt irgendwie Harakiri Charge und ein paar verbliebenen Meltern den Wave Sharp und auch noch geknackt. Das, tatsächlich finde ich das ziemlich big, weil ganz viel Mobilität geht und natürlich ein Primary 4-Punkte-Swing. Gerade jetzt früh, wo er das gut machen kann, hilft ihm das gewaltig, glaube ich. Wenn er Dennis Primary auch kriegt. Also die Banshees müssen, glaube ich, auf jeden Fall gleich Risky Business machen. Die müssen irgendwie in eine von den größeren Landspeeder-Formationen wahrscheinlich reinpreschen, um so viele wie möglich in den Tod zu reißen. Ich glaube, wenn er jetzt Piecemeal-Arbeit macht, dann wird das schwierig. Er kann es nicht einfach nur von vorne abräumen. Er muss jetzt aus mehreren Winkeln angreifen, versuchen, dass Martin sich irgendwie langziehen lässt und nicht so forciert vorgehen kann. Nur ist es auch immer ein Ressourcenspiel und die Ressourcen gehen langsam extrem zur Neige. Black Hydra Wargaming, Moinsen, hallo Juan, gehe ich jetzt davon aus. Ja, was hier jetzt noch kommt bei Dennis gleich, ist ein Falcon mit Banshees drin und einem Farseer. Und einmal Shroudrunner. Ja, dann auch irgendwas anderes noch gezeigt. Auf jeden Fall kommt noch ein ganz klein bisschen was aus der Reserve. Der einmal Fire Dragons oder Skorpione? Was war das? Skorpione, genau. Ja. Skorpione. Skorpione, einmal Banshees und Serpent. Melee-Threads, die eher so High-Volume, nicht so gut gegen Fahrzeuge. Ja gut, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind es halt auch nur Landspeeder, ne? Also so, das ist jetzt auch eher so ein Elite-Infanterie-Modell. Du musst halt trotzdem auf die 5 Wunden und durch viele Lebenspunkte durch. Das machen die halt auch nicht. Aber die haben halt auch keinen geilen Safe, weil die haben ja nur eine 4er Hose und so, ne? Also da zwingst du die ja schon relativ schnell rein. Also alles, was durchkommt, ist auch, hat auch eine sehr gute Chance, dann komplett durchzuschlagen. Ja. So. Also, aber du hast natürlich recht, da kann man auch einfach mal abplatzen. Ja, oder nur einen töten, ne? Oder einfach nicht genug machen. Weißt du, er muss, um die im Nahkampf anzugehen, muss er sich exposen. Und da tradet er nicht gut rein. Das ist richtig, ja. Und was wir jetzt schon sehen oben mit den Warp Spiders zum Beispiel, die rote Einheit da ziemlich oben in der Mitte, die wird jetzt exposed, die schießt, die tötet vielleicht einen Landspeeder, vielleicht auch nicht, macht einen Battle Focus Move, kommt da jetzt aber von wo sie ist auch nicht mehr so richtig viel weit weg. Ja. Die tradet er gerade weg. Und die steht also vielleicht charge die noch was. Und stellt sich cheeky auf den Marker. Also kann ich mir vorstellen, er schießt auf den hinteren Squad, charge den vorderen, stellt sich auf den Marker. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, aber da steht Obsec drauf mit den Scouts, die müssen vorher auch sterben. Jo. Und was noch ein Faktor ist, der ja sowieso immer bei 40k, also gerade beim Competitive 40k natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist die Uhr. Und die beiden sind gerade schon vom Head Judge Lim ein bisschen in die Pflicht genommen worden. Es muss schneller gespielt werden, obwohl man das Gefühl hat, dass sie beiden schnell spielen beziehungsweise sogar fast ein bisschen hektisch spielen, sind die Uhren schon wirklich ziemlich runtergelutscht. Also wir reden da jetzt bei Martin von gerade genau Kante halbe Stunde noch. Ja. Und Dennis müsste jetzt gerade unter die halbe Stunde gefallen sein. Ja, das wird auf jeden Fall knapp hinten raus. Ich glaube, der Geländeaufbau hat ein bisschen zu lange gedauert. Ja. Das hat die beiden Spieler, glaube ich, schon gekostet. Wer spielt gegen wen und was? Schade, dass uns der Runde- und Punktestand fehlen. Ja, ich erläutere kurz. Das war hier, ist live leider gerade nicht zu fixen. Das hat uns irgendwie die Formatierung da zerschossen. Das muss ich in Ruhe machen und für morgen ist das alles fit. Wir sind in Runde 2. Es ist Rückzug von Inari. Es spielt Dennis mit Inari gegen Martin mit Iron Hands Successor Landspeeder Madness. So muss man das wohl sagen. Ja? 23 Absolut. Landspeeder Chassis. Ich sage auch nochmal, zweite Runde sind wir. Ungefähr eine halbe Stunde noch für beide Spieler auf der Uhr. Dennis lässt sich davon aber jetzt überhaupt nicht stressen, plant seinen Zug gründlich, as he should. Ich glaube, als Elder-Spieler
brauchst du A, sowieso eine gewisse innere Ruhe, weil du viele Entscheidungen treffen musst und das aber auch in einer gewissen Geschwindigkeit. Und wenn du da jedes Mal in Hektik ausatmen würdest, dann würdest du damit, glaube ich, nicht viel gewinnen können. So. Das stimmt. Das macht es halt schon schwierig. Elder ist halt ist und bleibt einfach eine Armee, die, ja, das macht wenig Spaß irgendwie, gefühlt dagegen zu spielen. Und die haben ganz, ganz viel Scheiß und die können irre Tricks machen, aber... Die muss man auch abziehen können. Es ist, ja genau, das muss man halt auch auf dem Kasten haben. Also schlechte Elder-Spieler, die werden halt geroffelstompt, das ist einfach so. Wenn du das einmal eins des Elder-Spiels nicht wirklich komplett beherrschst, dann wirst du mit denen wenig Spaß haben. Also es ist eine sehr heftige Lernkurve, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Da brauchst du definitiv auch jemanden bei der Hand, der dir da einiges, also wenn du mit der Armee in 40k einsteigen willst, dann solltest du definitiv jemanden bei der Hand haben, der dir erklärt, wie genau das Ganze zu funktionieren hat, worauf du achten musst. Definitiv. Was ich mich frage, wo sind eigentlich die D-Kanonen? Die stehen da nach unten. Die stehen unten links in dem Gebäude. Ja, die hat er da irgendwie rüber geschiftet. Hoffentlich genau so nah an die Wand, dass die Landspeeder in der nächsten Runde den chargen können. Ja, ich glaube, so, genau so stehen die da. Aber dann macht er wieder Abwehrfeuer. Ja, und dann ist der Speeder wieder kaputt. Ich glaube, so ungefähr funktioniert das. Das ist State of the Game. Dennis versucht hier jetzt gleich wahrscheinlich in der Psi-Phase mit dem Fass hier wieder Warp-Ritual zu scoren und dann mit den Warlocks den mit Quicken wieder zurückzuzaubern. Dann mit den Warlocks schießen, Battle-Focus-Move wieder hinter die Ruine. Ganz normaler Inaritar. Seems legit, auf jeden Fall. Aber also ansonsten offensiv, D-Kanonen schießen, Warp-Spinnen schießen, dann will er mit den Striking Scorpions oben chargen. Er wird wahrscheinlich genauso machen, wie ich gerade vorgeschlagen habe, mit den Warp-Spinnen auf den hinteren Landspeeder-Squad schießen, mit den Warp-Spinnen chargen und auf den Marker gehen und mit den Scorpions chargen und die Speeder töten. Unten ist der Falcon gelandet, rechts unten. Macht schön Engage-Punkte dort und die Banshees werden, ja, was machen die von da aus eigentlich? Thunderfire Cannon. Auf die Thunderfire gehen und den Marker. Obwohl, das hätte er auch näher stellen können. Das sieht mir nicht so aus, als hätte. Obwohl, doch, da lag ein Marker. Es kann gut sein, dass es ein 9er ist. Aber das hätte man auch diesen. Maximal 9 Zoll. Ja, gut, okay. Klar. Gehen wir mal auf die Spieler, weil ich glaube, da passieren gleich Dinge, die Punkte bringen. Für den Druck. Für welche Scouts? Für die Weißen, ne? Die da, ja. Hier für die Speeder 3 und für die gelben Speeder 2. Für die hier 3 und für die gelben 2. Und für die gelben 2. Alles klar. So, dann ist er durch. Hat er noch 4. Hinten, mein Caster möchte einen Ghost War casten. Nee, ich möchte mir erstmal ein CP geben. Der kommt auf die 5. Okay. Und jetzt versuche ich einen Ghostwalk zu casten. Der kommt auch. Und plus 2 auf den Charge, gell? Plus 2 auf den Charge. Die machen für eine 6, sag schon, zurückholen. Das kommt. Stellt er sich da hinten rein. Okay. Und dann machen die noch einen Smite. Jawohl. Der kommt nicht. Okay. Gecastet. Da hinten hier am Ghostwalk. Alles gut. Gut. 3D-Kanonen. Schießen da rein. In die hier. Auf die 5. Ein Fallback. Schuss. Ja, ein Fallback gibt kein Minus oder so, gell? Auf die 5. Einer. Schade. Auf die 2. Yep. Habe ich noch einen 6er in dem Fall. Bringt aber nichts, der Match. 3. 3. Und der hatte noch 4, hat er noch einen. war das übel. 3 Pistolen hier in die Scouts. Treffen 3. Wunden 2. Sterben 2. Gut. Okay. Die Spinnen hier hinten in deine Speeder. In die grünen Speeder, okay. 6, 10.
2021. Jawohl. 6, 7, 8, 9, 10. Die 4. Zwei Stück minus zwei. Zwei. Stück. Fünfer. Vielleicht einen Lebenspunkt. Einer. Natürlich zwei Lebenspunkte. Ist der Trupp hier hinten, den Flügel verloren hat. Hat er noch vier. Das war schlecht. Passt ja. Gut. Ganz schlecht. Na, müssen wir so chargen. Charge so? Ich muss gleich gucken. So, hier drüben. Das Auto schießt hier in die... Wir wollen mal kurz Raffelaktion machen. Die Kamera auch auf Ego Benny einfach nur gedreht. Wow. Muss einfach ein bisschen rüber. Ja, dann kann ich aber nicht mehr in mein Mikro sprechen. So, einen wunderschönen guten Abend. Ja genau, wir wollen ein bisschen raffeln und wir würden sagen, das erste, was geraffelt wird, sind 10 Stück. Ganze 10 von unseren niegelnagelneuen Target Priority Würfeln, die neueste Edition, die es im Übrigen, diese Würfel, diese roten, die gibt es auch zu erstehen, nicht wahr? Ja. www.battlegroundtabletop.de. Ich schreib's halt mal in den Chat, ab morgen kann man die da kaufen. Da kann man die dann auch kaufen und da kann man außerdem auch noch unsere sexy Marker kaufen, wenn man da Bock drauf hat. Also da sollte man auch mal Bock drauf haben, denn ist geil. Ja. So, und diese schönen Würfel, die werden wir jetzt verlosen. Und zwar wird Benny das jetzt erklären, weil er sich was Tolles ausgedacht hat. Ja, ihr schreibt einfach wie früher, Ausrufezeichen Raffel, RAFFLE in den Chat und dann kommt ihr in den Pott. Und dann wird ausgerollt. Genau. Wir stellen so die Uhr, ich sag mal, bis 8:45? Ja, das klingt doch fair. So, bis 8:45 geht das. Ausrufezeichen, Raffle. Dann könnt ihr diese geilen Würfel gewinnen. Wenn ihr die Würfel nicht gewinnt, dann könnt ihr halt, wie gesagt, immer noch die Dinger auf battleground-tabletop.de kaufen. Das würde uns sehr freuen, denn für euch haben wir die besorgt. Und wenn ihr sonst noch uns vielleicht eine kleine Spende geben wollt, dann ko-fi.com/targetpriority40k. Wir mögen Kaffee und da kann man Kaffee spenden. Das ist ganz großartig. Und ansonsten geben wir mal wieder zurück zum Spiel, denn da wird ja vielleicht mal ein bisschen Damage gemacht oder sich zumindest geflucht. Du Schaden machst du. Er hat noch zwei. So. Ja, okay, alles klar. Gut. Mist. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Charges. Skorpione wollen da rein. Da gebe ich Abwehrfeuer. Weil sonst habe ich kein besseres Abwehrfeuer. Dann bitte. Und das finde ich ganz gut. 6-mal Multimelter. Eine Einsen wiederholen und das da. 2-mal getroffen auf die 2. Immer diese 1. Auf die 5. Nein, das ist einer tot. Okay. Normaler Dude natürlich. Kommen Sie her. Sagen Sie Hallo. Was brauchst du? Ich brauche eine normale 9. Let's go! Oder willst du die 2 benutzen? Bin ich gerade am überlegen. Die haben plus 2 gekriegt, 6. Die habe ich auf 9 extra gesagt. Okay, dass die alles gut. Leg los. Also eine 6 legst du schon mal. Und 10 Zoll. Welcome to the party. Okay? So, die Spinnen wollen hinten in den Trupp rein. Ha, haben die Fly, oder? Ja. Yep. Und okay. Die bewegen sich wie Harlekin. 5, das wird wohl nichts. Du hast auch nur die hinteren angesagt. Das ich heißt, hatte du nur die hinteren angesagt. Ja, das wird niemals. Das wird nichts. Die Banshees wollen hier in den Trupp rein. In den grünen Trupp, oder? Yep. Okay. Ja, schade. Okay.
dass ich dann gleich hier auf den Marker, wenn es gut läuft, konsolidieren kann. Aber 10 Zoll, ja okay, passt schon. Okay, let's go. Noch weitere Charges? Die wollen hier rein. Okay, let's go. 12. Noch irgendwas? Nee, oder? Nein. Okay, dann, wo möchtest du anfangen? Ich kann dich unterbrechen. Da hinten kriegst du Fight Last. Ist völlig egal. Scorpions? Scorpions. 3 Zoll Neukonsolidierung. Da base ich dich dann hier. Okay, base mich. Alles klar. So, dass ich dann mit 3 Zoll die in den Nahkampf kriege. Da base du mich, richtig? Okay. Hier base ich dich jetzt erstmal. Genau. Also die basen mich alle. Die basen dich da jetzt. Okay, gut, let's go. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 Attacken ja, vom 50 Chef. 50 Shades of Yellow, ja. 7 Attacken vom Chef. Jawohl. Kommt eine dazu. 1, 2, 3, 4, 5 mal mit minus Exploding 2. Exploding Sixes, oder? Mit minus 2, 2 Schaden. Achso, der verwundet alle. So, wie viel? 5 mal minus 2, 2 Schaden. Ja. Dann habe ich noch auf die 5. Einer, 4. Das heißt, es gehen 2 Kablui. Der erste aber explodiert. Nope, der zweite aber explodiert. Ja. Yep. Okay. Der kriegt einen Schaden. Gehen 3 raus, kommen 2 rein. Wobei, die sind egal. Wie viel hat der noch? Ja, der ist noch voll. Stärke 5. Schlecht. Ganz schlecht. 4 Stück. Stärke 5, 3 Stück. Eine 4 ist kein 6. 3 Stück. Minus? Minus 1. Vierer? Ja, verliere ich 2 Lebenspunkte, habe ich noch 4. Ja. Yep. Ist der hier 4? Kannst du mal hinlegen, 4. Gut. Gut. Nächster Nahkampf. Machen wir hier Einer kriegt einen Movo von der Mortal Wound von dir. Gut. Wo schlägst du? Hier, die 4 Stück mit minus 1. Tot. Zehn Attacken von der Chefin auf die Bikes. Da peilst du rein, nehme ich an, oder? Okay, let's go. Der Wunde, Stärke 4. Toughness 5, 6 auf plus die 5. Plus 1 zu Wunds auf die 4. Zweimal, dreimal. Minus. Dreimal mit minus 3. Sechser. Nehmen wir von neu. Ein Schaden, gell? Zwei Schaden. Flip. Zwei, also 4 verloren, okay. Da ist noch keiner beschädigt gewesen. Oh, jetzt würfel ich auch noch trotzdem. Nee, es ist halt so. Es ist halt so. 2 Stück mit minus 4. Ja, habe ich nichts mehr. Wie viel Schaden? 1. Okay, dann ist einer kaputt, explodiert er. Nope. Nee, da kannst du mich abbinden. Das so, ja, nee, ich wollte sowieso, ich muss ja mit denen hier rüberziehen, okay, damit ich dich dann hier gleich einbinden kann. Okay, dann nehme ich aber den vorderen weg. Ja, nimm ruhig den vorderen. Entschuldige. Ich gucke, dass ich hier in Konsolidierungsreichweite natürlich bin. Da base ich dich. Den base ich. Wer ist die Chefin? Das ist eigentlich meine Zeit. Da ist die Chefin. Okay. Nächster Nahkampf. Hast du noch einen? Ich habe keine Nahkämpfe mehr, du darfst. Okay, dann schlage ich zurück. Der hier geht so. Der geht so näher ran. Sind nur 2 Stück, 4 Attacken. Master Artisan, alle auf die 3. Einmal bitte. Safe. Wer nimmt den Schaden? Eine normale Safe. Definier welche. Welche? Das ist nicht ganz so wichtig. Okay, alles klar. Dann geht der hin. Der geht auf ein halbes zu einem halben. Let's go. 4 Attacken. Auf die 3. Alle auf die 3. Zweimal bitte. Nimmt jetzt. Muss immer noch. Die nee, muss ich nicht, weil da ich kann ja neu. Nein, wenn du einen auf einen genommen hast, musst du den durchziehen, auch wenn er keinen Schaden bekommen hat. 9. Edition, Dennis, das geht schon die ganze Zeit so.
Aber hast du geschafft, oder? Hat einen Dreier-Safe. Nee, der hat einen Vierer. Vierer. Ja, dann ist die tot. Und ich werde nicht konsolidieren, dass ich mit denen frei bin. Ja, ich dann haben wir den trotzdem ein, dass das nicht so ist, aber egal. Ja, ruf einen Judge. Calvin, Judge. Nimm. Okay, dann schlage ich hier noch zu in der Zwischenzeit. Ja. Er hat einen Safe gemacht mit einem Modell. Ging kein Schaden durch, aber in derselben Phase hat er danach wieder einen Safe machen müssen. Dann muss es immer noch dasselbe Modell sein. Ja. Wollen wir da nicht hören, was Die Table Discussions. Sage ich mit der einer da hinten und zu. Judge, was drei war die Attacken. Weil machen wir doch lieber mal. Master Artisan. Zweimal. Runde. Zweimal. Komm, safe. Ja, die haben Dreier. Die haben Dreierhose. Okay, dann sind wir durch. Dann schulde ich dir einen Moralwert-Test. Und zwar hast du bei der einen roten Speeder einen, hast du zwei kaputt gemacht. Die haben nur einen 7er Moralwert. So, genau. Ist kaputt. Weg. Raus mit dem Modell. Ja. Das geht natürlich auf deine Zeit. In Geld. Also, meine Einschätzung von so viel Damage wird Dennis nicht mehr fahren können, ist nur halb richtig. Die Scorpions haben schon gut reingehauen da oben, zwei Speeder gekillt, vorher im Beschuss und zieht auch nochmal zwei. Ah, wer weiß, was passiert wäre, wenn der Risky Warp Spider Charge geklappt hätte? Ja. Der war natürlich juicy, sag ich mal. Ja, aber auch nicht gut geplant. Also ich hätte das ist richtig, das war eher, ich glaube, das war eher eine Emotionshandlung. Ja, ich glaube, er hätte die anderen chargen sollen und auf den Marker springen, aber da die Scouts nicht tot waren, ist es auch wiederum egal. Dann stehen die da jetzt schon ganz gut, wo die sind. Ja, insgesamt vier Speeder raus in dieser Runde und da mal gucken, was die Banshees noch machen. Ich weiß nicht, ob die schon gewürfelt haben. 10 Punkte bist du bei Bring It Down. Ich glaube, ja doch, ich glaube, da ist ein Fünfter noch raus. Dann sind das zwei Punkte, weil du bist da 2, 3 Viertel, korrekt? Kann das sein, dass die nicht mehr da sind? Bring It Down hast du 5 nochmal gemacht. Warp Ritual habe ich dir diese Runde gebannt, das war nichts. Nicht mehr da sind? Ne, die sind so klein, die siehst du einfach nicht. Glaube ich. Jeder kriegt ein CP, ich habe einen, du hast zwei, Battle Round 3. Es wird geprüft. Darf ich loslegen? Ob es noch Banshees gibt. Okay, let's go. Als erstes Command Phase plus 1 zu Hit. Ich habe niemanden in der Nähe. Ja, die sind da. Die stark von innen von der Wand. Das ist natürlich extrem smart. Passt. Wobei sie dann natürlich nicht auf den Marker peilen dann werden. Dann Punkte. Ich halte und was wiederum egal ist, weil er eh zwei Marker hält, dann braucht er da gar nicht irgendwie wild auf den anderen raufspringen, um den dritten zu contesten, weil 8 Punkte kriegt er sowieso. Das ist aber schon in der Bewegungsphase nicht in Kohärenz gewesen. Okay. Mir ist es gerade noch aufgefallen. Okay, gut, alles klar. Ich nehme ihn einfach raus. Command Phase, let's move. Bewegen so, uns. Das war dann auch der Turn. Natürlich wieder behind enemy lines genau, so haben. Unten rechts, und da stehen die Banshees an ein paar Landspeedern dran. Und ja, Finger da so ein bisschen dran rum. Ich denke, die werden gleich weggewischt werden. Ähnliche wird es den Shining Scorpions gehen. Bei den Warp Spiders bin ich mir noch nicht so sicher, ob da Damage reichen wird. Ja, er muss sich halt blöd hinstellen, um auf die zu schießen, ne? Ja, genau. Aber ich glaube schon, die wird er irgendwie wegpoolen. Da sind noch irgendwo Assault Cannons und dann... Und unten links sind jetzt zwei wilde Speeder einfach mal über die Mauer gesprungen und denken sich, jetzt reicht das aber hier mit den Kanonenkrams. Ja, genau. Ich denke mal, die wollen die jetzt einfach, weiß ich gar nicht, was wollen die denn? Die erschießen, schätze ich. Da gehe ich auch von aus, weil... Ja. Was soll die, und behind enemy line scoren, was Martin halt auch echt machen muss, ne? Das ist jetzt seine 3. Ja, aber ich meine, BEL... Da stehen auch noch immer die 3 Scouts, ne, da bei den Warlocks. Ja. Die leben auch noch. Crazy Scouts. Dann macht er BL für 4. Ja, man sollte meinen, dass die Scouts eigentlich durch einen relativ präzisen Smite halt mal nach Hause gehen. Ja, der Smite hat nicht geklappt. Das ist hat er versucht. Aber warum dann der Charge da vielleicht nicht? Naja, also die stehen da auf jeden Fall. Und wenn... Ja, auf der anderen Seite, was, ich meine, die sind sowieso nur zum Casten wahrscheinlich da, aber auf... Er könnte sie auch einfach wegbewegen. Ich meine, was hat er davon, ihn da stehen zu lassen? Ja. Also warum stehen die Psyker da? Ich weiß es nicht. So. Er könnte die ja trotzdem immer noch als total bewegliches Tool nutzen. Ja, er braucht die sogar. Stell dir mal vor, Martin kriegt jetzt irgendwie Winkel auf die Drukhari-Boys, die auf seinem Homemarker stehen. Wenn die da weg sind, ja, moin, muss er sich richtig strecken, um jemals wieder dahin zu kommen. Wenn er keine Biker hat, dann ist das echt schlecht. Also er hat noch einen Farseer und die drei Warlocks. Ja, ich meine, also Martin könnte halt jetzt ultra gierig sein. Er sieht mit den beiden Landspeedern unten auf jeden Fall die Dudes, die auf dem Marker da stehen. Er könnte die erschießen.
Er kann ganz sicher gehen und sagen, ich schieße bitte mit beiden Speedern in die Drukhari, ja, und dann sind die tot. Und dann charge ich halt mit beiden Speedern die D-Kanonen und wickel die ein oder versuche zumindest die einzuwickeln, ja, die Bewegung zu rauben. Die sind nicht fly, das heißt, und diese, die können nicht einfach durch die Wand abhauen. Ja, die kann man einsperren. Dann kannst du mit zwei Speedern schon gut was machen. Und ansonsten saugst du ihm zumindest CP weg. Ja. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Martin den Zug richtet, den nächsten Zug für Dennis richtig teuer machen kann. Ja. Und zwar sogar so teuer, dass ich davon ausgehe, dass danach nicht mehr viel passieren wird. Aber jetzt ist die Runde, oder dies ist der Zug, der das Spiel entscheidet. Ja, meine Prognose ist, wenn es für Martin läuft, wie er es gerade plant, dann schenkt der Dennis eine 0 Primary. Ja. Der Falcon rechts unten, den wird er ignorieren. Die Banshees wird er angehen irgendwie, die da noch im Gebäude stehen, rechts unten. Ja. Ja, die stehen nicht im Gebäude, die stehen auf dem Marker. Ach so, die stehen auf dem Marker direkt. Okay, ja, gut, dann muss er dann muss er sich entscheiden, ob er drin bleibt und schießt oder rausfliegt, was er jetzt gerade tut, und nicht schießt. Aber er entscheidet sich dafür, safe den Marker zu klauen. Und mit dem anderen Squad auf den eigenen gehen und die Banshees erschießen. Es sollte Cannons regeln. Ja, weiß ich nicht. In der ersten Runde sah das nicht so regelig aus, sag ich mal. So, und dann muss er da oben sich um die Spinnen und die Scorpions kümmern. Ja. Was auch geht. Am Ende hat er nicht so viele Patronen. Das ist halt so ein bisschen misslich für Martin. Aber er kann im Zweifel echt auch so Warp-Spinnen oder sowas mit den Speedern chargen. Das geht. Kannst du machen. Ja, vielleicht haben es einige schon gesehen. Also offen ist es natürlich immer noch. Ausrufezeichen Raffle. Und damit könnt ihr 10 von den neuesten Target-Priority-Würfeln gewinnen. Ja. Wer allerdings Ausrufezeichen Raffle schreibt, der sollte sich kurz und sich und sein Gewissen prüfen, ob er auch den Abo-Button bei YouTube gedrückt hat. Ja, denn wenn er das nicht gemacht hat, dann sagen wir einfach mal, einfach du kriegst das einfach nicht. Ach so, nee. Ich wollte das jetzt gerade eher so zum Guild-Ding machen, weißt du? Ja, naja. Person ist auch einfach guilty. Ihr seid übrigens auch guilty, wenn ihr nicht allen euren Verwandten Bescheid sagt. Und falls ihr euch wundert, also diese roten Würfel, die sind ja schon extra schick, aber was sind das eigentlich für schwarze Würfel, die da durch die Gegend fliegen? Was sind das eigentlich für geile schwarze Würfel? Was sind das eigentlich für ultra geile schwarze? Man sieht gar nicht, wie geil die eigentlich sind. Ja, denn die sind richtig samtig und die sind auch angeraut. Also die sind nicht ganz klassisch. Also jeder, der die hier einmal in der Hand hatte, kriegt extrem große Augen und sagt, Alter, wie mega geil sind die denn? Ja, die sind mega geil und wie man die bekommt. Die roten kann man ja bei uns oder bei dir im battleground-tabletop.de Store kaufen, weil es heißer Merch von uns ist. Diese schwarzen Würfel sind quasi kein Merch. Nope. Die bekommen unsere Patreons, wenn sie lange genug Patreon sind. Das Spiel kennt ihr mittlerweile. 6 Monate, einmal den 10er. Und dann gibt es schwarze Würfel. Und das sind die schwarzen Würfel der Saison. Die sind extra nur für Leute, die uns unterstützen. Und zwar auf diese sehr finanzielle Art und Weise. Und wir möchten das ein bisschen zurückgeben, indem wir dann eben ganz spezielle Würfel für die lieben Menschen, die uns so lange unterstützt haben, geben. Außerdem könnt ihr die natürlich bekommen, wenn ihr bei uns auf dem Streamtisch spielt. Dann gibt es einen Würfel. Ja. Und wenn man gegen uns auf dem Turnier spielt, dann gibt es auch einen Würfel. Aber ansonsten nur als Patreon. Ja. No, this is not a Dark Angels Ravenwing list. This is an Iron Hands Land Speeder Spam list. Ja, Iron Hands Successor, Marksman und Master Artisans. Right. Exactly. Yeah, the overlay will return tomorrow. We will spend all night or a couple of minutes. Actually just a couple of minutes, but I can't do it live to fix the scoreboard. Right, so that will come later. So now on to shooting phase. Völlig egal. Wir reden dann natürlich jetzt Deutsch weiter. So ist es nämlich. Wir gehen jetzt. Ja, wir gehen wieder zurück. Viel Spaß. Game Squad weiter. Der hat Assault Cannons, richtig? Yep. Die haben -1 zum Beschießen immer, oder? Ja, immer. Okay, dann machen wir das wie folgt. Ein bisschen wenig Knarren. Wir schießen einmal Assault Cannon da drauf und alles andere geht auf die Skorpione. Fangen wir mit der einmal Assault Cannon an. Wir treffen auf die 4. Let's go. Ein Master Artisan benutze ich da, ja. Nein. Und dann auf die 2.
Dreimal, minus zwei bitte. Auf die Skorpione? Nee, auf die Damen. Auf die Damen. Dreimal, dreimal auf die fünf. Jawohl. Sterben zwei. Sterben zwei, okay. Dann Soul Cannon und Soul Cannon auf die Skorpione. Treffen auf die drei. Die nicht. Stärke sechs. Toughness drei auf die zwei. Der nicht. Zu viele. Minus zwei. Auf die fünf. Erstmal die normalen, dann der Chef. Eins, zwei, eins. Zwei hat der Chef noch ein Leben. Dann noch sechsmal Multimelter in den Chef da drüben. Let's go. Ein paar Starties habe ich schon benutzt. Auf die zwei. Zu viele. Das ist schon deine Zeit. Ja, ist jeweils gut. Mindestens drei Schaden, ja. Ist tot. Dann machen wir mit den Jungs weiter. Die wollte ich eigentlich da drauf halten, aber die möchten wir lieber weghaben. Das heißt, die hier feuern alles da drauf, ja? Let's go. Sind vier Schuss Multimelter. Ja. Vier Schuss Multimelter auf die vier. Master Artisan. Auf die zwei zum Wunden. Zweimal. Dein Retter bitte. Haben die sonst noch was? Die haben sonst keine Knarren mehr. Bleibt die eine auf alle Fälle noch stehen, ja. Gut. Was haben Kabaliten für ein Safe? Fünfer. Fünfer Safe, oder? Ich glaube, Fünfer. Feuern wir das Ding da drauf. Let's go. Anzahl Schüsse. Zwei und einen dazu. Treffe normalerweise auf die zwei. Jetzt habe ich BF3. Minus eins für das da, also auf die vier. Ein Master Artisan und eine eins wiederholen. Das sind Anzahl Treffer. Stärke vier. Toughness drei auf die drei zum Wunden. Let's go, so viele, fünfmal minus eins, plus eins, also wieder dein Fünfer. Stern zwei. Den dann nicht neu würfeln, vorher hast du neu gewürfelt, wenn du daneben gewürfelt hast. Stern drei. Dreimal, okay. Gut. Dann haben wir das gemacht, der hat nichts. Dann machen wir noch die da hier, die Assault Cannons. Wir machen eine Assault Cannon da drauf, ja? Ja. Das würde ich vom Marker auch runterholen, der hat auch nur einen Lebenspunkt, richtig? Jeder von denen. Ja. Okay, und der Rest? Naja, die hat wie viel Leben? Die hat drei. Die hat drei Leben. Ich glaube, von denen muss ich mich verabschieden. Wenn da einer weniger ist, zaubern die dann schlechter? Zaubern die weniger? Nur noch, wenn einer ist. Nur noch, wenn einer ist. Okay, dann machen wir das so. Alle Multimelter da drauf. Assault Cannon einmal da drauf, Assault Cannon einmal da drauf. Let's go. Assault Cannon erstmal auf die Typen da hinten. Ja. Ich mache noch einen Multimelter. Ne, ja, genau, so machen wir es. Okay, let's go. Auf die vier, eins wiederholen, alle. Stärke sechs, Toughness drei auf die zwei. So viele, minus zwei hier drauf. Ist eh schon tot, oder? Ja. Okay. Dann hier auf die Benji. Zuerst die Assault Cannon. Einsen wiederholen. Alle auf die zwei. So viele, minus zwei. Auf die Benji? Ja, und dann kommen noch Multimelter-Schüsse noch drauf. Okay, dann ist das alles tot. Der hat nur seinen Witchblade, gell? Zwei Schaden macht die. Wie viele Attacken? Der hat nur zwei, richtig? Der hat zwei Attacken. Der hat zwei Attacken. Das heißt, den könnten wir am Zaubern hindern. Da ist alles tot, richtig? Ich habe jetzt nichts übersehen auf die Schnelle. Nein. Dann machen wir mit denen jetzt... Ah, nee, warte, die haben sich zurückgezogen aus dem Nahkampf, gell? Die dürfen nicht chargen. Aber dann würde ich mit denen hier... Den da, warte mal, wo ist die Linie? Da, ja, passt. Ich charge. Das ist eine 9. Fliegen wir denen in Nahkampfkontakt. Schwupps. Und der da hier hinterher, der geht so hin. Let's go. Sechs Attacken, drei und drei, sechs Attacken. Die haben auch Witchblades, gell? Ja. Ja, die haben halt zu viele Attacken dann. Okay, ich treffe auf die drei. Master Artisan. Nope. Stärke vier, Toughness vier auf die vier. Der brennt. Zweimal bitte. Beide safe. Okay, geschafft. Dann darfst du zurückschlagen. Treffen beide. Eins kaufen. Verbunden beide, minus eins. Minus 1 auf die 5, auf die 4, verliert er so viel, hat er noch einen Lebenspunkt. Mal 2 Schaden für. Ja genau, jetzt hat er 5, jetzt hat er noch einen. Okay, dann war es das mit meiner Charge-Phase, dann war es auch mit meiner Runde, dann machen wir noch eine Scoring. Behind Enemy Line habe ich 3 Punkte, 1, 2, 3. Cold Fury, ich bin in der Mitte, es sind 2, ich habe was mit Fahrzeugen vernichtet, 3, nichts im Nahkampf, sind 3 Punkte für Cold Fury. Codex Warfare habe ich wie viele Einheiten durch Beschuss zerstört? Das war einmal, das war zweimal, das war dreimal, das war, hier war auch noch was, viermal, gell? Viermal. Und da fünfmal, 10 Punkte. Und dann habe ich meine 3 Zusatzpunkte hier. Was hatte ich am Anfang der Runde gehalten? Ein Marker, zwei Marker, das war 8er, gell? Yep. Und dann hier die 3 Zusatzpunkte und Codex Warfare 10, dann bin ich schon voll bei Codex Warfare. Du bist. Ja, das Ding ist durch. Jeder kriegt einen CB. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist sehr, hast du keine mehr, ne? Nein, das Ding ist durch.
Bitte? Ich habe einen passenden Fehler gemacht. Das war natürlich ein Fehler. Ich habe eben die Speederne zerschossen. Du hast gesehen, ich habe das alles... Ja, das können wir nachher besser reden. Jetzt machen wir erstmal unser Spiel fertig. Yo, Benny hat gerade schon einen relativ wichtigen Satz gesagt. Also ich höre uns jetzt nicht mehr, aber ich denke, ihr hört uns. Das sieht hart nach getabled aus und lange würde das jetzt auch nicht mehr dauern. Die Elder sind hier aber hardcore gecrumbled. Da fehlt es jetzt wirklich komplett an Ressourcen. Ja, also ein sehr, sehr wilder Zug von Martin hier. Also hat genau das gemacht, was wir eigentlich beschrieben haben. Nur noch mehr irgendwie. Nur, ja, also komplett ballsy auf jeden Fall, aber es ist halt auch er wirklich hat ihm alles gestorben. Null geschenkt. Er hat ihm alles weggeschossen, was irgendwie Damage macht. Die Banshees sind weg, die Scorpions sind weg, die Warp Spiders, da steht irgendwie noch einer, kann das sein? Ne, das ist der Tech Marine. Die Warp Spiders sind weg. Die D-Kanonen sind weg, ganz wichtig. Und die Kabaliten vom Homemarker sind weg. Was er jetzt noch hat, ist der Falcon. Und die Konklave. Genau, die Konklave. Und ein Bike unten rechts. Unten ja, genau, und den Farseer da unten. Das sind immer noch sehr potente Einheiten an sich, aber das wird ihn nicht retten. Also nee. Das war jetzt genau der Zug, den Martin gebraucht hat. Ja, das war Knickknack-Genickbruch. Richtig Knickknack. Ne? Also man hat es ja gesehen, so, Runde 1, Dennis schiebt vor, versucht ihn zu drücken, versucht ihn auch reinzudrücken, versucht Damage zu machen. Er hat viel Damage gemacht. Und dann wird das halt aufgewischt und dann macht er das nochmal, macht nochmal 5 Speeder kaputt, macht nochmal richtig Damage mit seiner zweiten Rutsche. Aber das Ding ist auch, also wenn du es halt hochrechnest, dann ist der Schaden halt trotzdem nicht geil gewesen. Also nee, klar, er hat, ist halt voll scheiße. Du hast halt 5 Transporter aufgemacht, die kosten nur 50 Punkte und dafür haust du den Inkan raus. Ne? Ja. So, das ist halt schon sehr, sehr krass. Also er muss viel zu viel investieren, um halt, das ist halt komplette Zielüberlastung gegen so ein komplettes Off-Profil. Ne? Ja, genau. So Mitteltoughness, viele Lebenspunkte. Das ist irgendwie doof. So. Ja. Also, Spaß macht das Scheibenschießen nicht, aber ein bisschen Spaß wollen wir jetzt haben, denn wir sind mit dem Raffle durch. Wir wollen jetzt mal gucken, wer hier richtig geiler Würfels bekommt. So, angeblich geht das jetzt gleich auf Klopfdruck. Passt mal auf, Leute. Ja, dann macht doch mal Knopfdruck. Alle, die jetzt drin waren, inklusive Tinderchat.com, Bestchat, nee, der nicht, sollte eigentlich in der Lage sein, zu rollen. Roll it. Und gewonnen hat Reinhard Beidinger. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst. Reinhard hat es gewonnen. Würfel derer 10 in sexy rot. Und am besten, und was heißt, wenn ich sage am besten, bedeutet das, mach es bitte genauso, wie ich sage. Ja. Schick eine Mail an targetpriority40k@gmail.com mit deiner Adresse und dann bekommst du unsere schicken neuen Würfel. Herzlichsten Glückwunsch! Ja, genau, das war der Raffle Prize, der erste von vielen, vielen, vielen. Und von sehr vielen, von very vielen auf jeden Fall. Wir haben die Säcke voll hinter uns liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja, schon. Ja, da ist schon richtig geiler Scheiß bei, da sind tolle Rucksäcke bei, wir haben zig Marker-Sets, wir haben Würfel, wir haben, keine Ahnung, Schlüpper. Ja, ja, gebrauchte und ungebrauchte. Ja, Socken. Ja, läuft bei uns im Moment. Gummibänder, haben wir auch ein paar. Ja, genau, so, Spaß beiseite. Der Spaß, der jetzt gerade noch auf der Platte stattfindet, ist, es wird halt aus dem letzten Ende geröckelt, hab gedacht. Nach Martins erster zögerlicher Runde, vielleicht gibt da noch was für Inari eher. Ich dachte sogar nach Dennis erster sehr sportlicher Runde. Die sah gut aus, die sah gut aus. Da geht was, wenn er das schafft, so diesen Damage zu halten, aber er muss zu viel exposen. Er kann nicht dieses Elder-Spiel spielen dagegen, weil die Speeder zu schnell sind. Und weil er dann nicht sonst nicht rankommt. Das ja, heißt, er kann ich nicht glaub, dieses, ich schade dir und du kannst mir nicht schaden, Spiel spielen. Ja, es ist aber, glaube ich, noch nicht mal die Schnelligkeit der Speeder. Es ist die Mission, die hier ein unglaubliches Problem für die Elder.
darstellt, weil... Ja, weil er so viel weghauen muss, um die Marker zu contesten, also weil er immer zwei Marker wegcontesten muss. Genau, ne? Also du kriegst halt die Marker von den Marines nicht freigeräumt. So, der Scheiß, der steht da halt einfach. Ja. Und die Secondaries von Martin sind extrem, das kommt dann in den Sekundärbereich, aber selber hast du halt ein Problem, du kannst oben den Marker nicht vernünftig ausstaffieren, dass du auch wirklich irgendwann mal da Primary scorest. Du bist unten... du kannst in den Gebäuden halten, aber prinzipiell hast du halt nichts, was Obsec ist. Ja, du hast dann irgendwie zwei Kanonen da auf dem Zibbel stehen, das ist nichts Dolles. Und auf dem anderen Marker hast du dann halt irgendwie 5 oder 10 Drukhari-Dudes. Das bedeutet also, wenn eben zwei Speeder dann mal da hinkommen und schießen, dass dann halt alles durch die Gegend fliegt. Ja. Und genau ist es halt auch so gekommen, ne? Das ist genau das Problem gewesen. Ja. So, da haben wir, da kommt der Judge, Mr. Lim, kommen Sie doch mal zu uns und erzählen Sie uns mal, wie viele Menschen Sie schon des Feldes verweisen mussten. Hey Reinhard, sorry, das hat der Nightbot gemacht, das Löschen der Nachricht, da kann ich nichts machen. Alles er sagt, löschen. Du darfst scheinbar keine E-Mail-Mods benutzen, du hast trotzdem gewonnen. Alles löschen. Ja, der Nightbot ist ein bisschen aggro. Wir sind kurz davor, ein paar Modelle von den Tischen zu ziehen, weil irgendwie alle Elfenspieler da draußen zu faul sind, ihre Fahrzeuge fertig zu bauen. Zu bauen? Ja, das sind die ganzen Besatzungen und links und rechts hängende Sister und hier und da. Das ist Custom. Dukari-Besatzung oder zum Bleistift. Ich habe noch nie gesehen, dass sie jemand dran geklebt. Yes, aber WTC says they are required, at least the gunner. Okay. Und wenn jemand nicht mal die Waffe dran hat, dann wird es halt kritisch. Ja, das habe ich gemacht, um zu symbolisieren, wer weniger oder mehr Attacken hat. Ja, okay, das hilft keinem, wenn du die Fernkampfwaffe dafür wegnimmst. Und behind the enemy lines score ich im Prinzip 3-3. Bring it down, nichts mehr. Warp Ritual, nichts mehr. Ja, warte mal, bring it down, hast du jetzt noch was kaputt gemacht? Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 5. Du hast insgesamt 12 Punkte, bring it down. Also hier fehlen dir noch 2. 2. So, das war auch schon das Ende der Runde, glaube ich, bei Dennis. Ja, und ich würde sagen, wir sehen jetzt, ich glaube, du kannst gleich direkt wieder aus dem Spieler gehen, denn wir werden jetzt auch die letzte Runde des Spiels sehen. Ja, also in dem noch irgendwas. Handshake wahrscheinlich. Ja, genau so wird es laufen. Okay, Primaries sind 5, 9 Punkte. Bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 40. Ja, das sind 50. Wir sind durch. Codex Warfare ist 15. Hast du einen genommen? Nee, noch nicht. Dankeschön. 8, 10, 13. Und. Was schön, ich auf dem Stream zu haben. Ja, nee. Ich habe einen richtig dicken Fehler gemacht. Ich hätte die Speeder beschießen müssen mit meinen D-Kanonen, weil die sind rübergekommen und die haben sie einfach weggenommen. Und das war in dem Moment einfach so, hinten, ich muss es. Und dann waren die kurz im Fokus nicht da, weil das Gelände im Weg stand. Und waren sie weg. Yeah. Er hat sich schon eingenommen. Hey, gleich am Anfang. Wir müssen es jetzt nämlich noch 18. Hm? Müssen wir das irgendwo noch eintragen? Ja, du hast aber auch am Anfang den Bait vollgeschluckt, weißt du? Du hättest da hinten diese Scouts, das hätte dein Inkan-Rückzugsding sein müssen. Das war dein größter Fehler, ja? Nee, das war ja so geplant. Ich hätte aber trotzdem sau viel da anbringen können danach, ja? Also, da hast du mich zwar abgebunden, aber ich kann halt in CP-Zahlen rausfliegen sehen hier. Und hier, alle, die hier stehen, fliegen alle dahin und schießen ihn durch. Das musst du machen, weil der Inkan ist so deswegen übel. War ja die Überlegung eigentlich, deswegen habe ich sie so gestellt, dass wenn der eine hier steht, dass ich den Inkan hier hinstelle. Ja, die standen aber hier. Ja, aber ich bin hier rübergezogen, bin hier näher rangezogen. Okay. Und sobald der... Ach so, wenn deiner stirbt. Genau. So, wenn meiner hier stirbt, kommt der Inkan hier. Solle, hast du schon das Ergebnis durchgesagt? Nee, habe ich nicht. Ich kann euch das aber sagen. Das Ergebnis lautet 39 für Inari, 98 für Iron Hand Successor. Das heißt, ja. Martin, so wie das Brett jetzt aussieht, fährt das auch nach Hause, nämlich sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr deutlich auf jeden Fall. Ja,
Runde 3 im Prinzip getabled. Ne? Also wenn, ja, wenn Martin jetzt seine 4 anfängt, dann ist er komplett table. Ja. Und ja, ich glaube, große Frage war halt, muss man den in Karen Runde 1 so exposen, damit man am Ende nichts mehr von dem hat? Ich glaube nicht. Viel zu wichtiges Asset, Bait geschluckt oder einfach zu gierig gewesen. Ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ja, und dann hat Dennis gerade selbst noch gesagt, halt ein Spielfehler von ihm, die Speeder nicht zu beschießen mit den D-Kanonen, die hinter die Mauer kommen konnten, um ja, selbst wieder mit den Meltern die D-Kanonen rauszunehmen. Genau, das war eine harte Nummer, da wird Dennis reichlich draus lernen. Aber und Martin, an der Stelle war es, glaube ich, schon zu spät. Ja, ja, und Martin geht eine Runde weiter, so. Und wir bedanken uns dann auf jeden Fall für diesen ganz, ganz herrlichen Stream. Wir sind ganz fertig. Und wir bedanken uns auf jeden Fall. Obwohl, es geht ja mal, wir kommen. Okay, geht. Ja, wir kommen irgendwann auf jeden Fall. Hast du dein Zettel? So, okay. Na dann. So, genau. Das Spiel ist auf jeden Fall, da ist eine Schleife drum. Martin geht in die nächste Runde hoch. Und da bin ich sehr gespannt, was dann irgendwie ihm vor die Füße fallen wird. Das kann ja nur richtig witzig werden. Ich glaube, mit der Liste kann er einiges erreichen. Wenn das aber auf, sag ich mal, Zeug trifft, was einen geileren Safe hat, dann könnte das vielleicht ein bisschen anders werden. Was ja, ein bisschen sturdier ist, was vielleicht auch mal auf dem Marker sitzen kann und sich ein bisschen was aushalten kann. Was aber auch vielleicht Martin selber dazu bringt, dass er seinen Kram weiter aufteilen muss. Denn er konnte sehr forciert fahren. Ja. Er konnte fast immer irgendwie, okay, 9 können jetzt hier rein oder hier rein oder hier rein schießen. Wenn du es halt schaffst, das so aufzuspreaden, dass du vielleicht nur Feuer von 2-3 fängst. Ja, und dann sind die Melder halt unreliable, weil nicht genug Schuss und so. Gerade wenn du dann gegen genau, Infanterieeinheiten schießen sollst. Ja, genau. Und ich sag mal so, spielt er gegen Veselin, da jeder Melter macht einen Landspeeder. Das kann auf jeden Fall witzig werden. So, von daher, liebe Freunde, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Ja. Wir sind morgen früh ab 8.50 Uhr wieder am Start. Frisch. Da bricht mir direkt die Stimme weg, wenn ich das sagen muss. Als du 8 gesagt hast. 8 Uhr. Ja. Und es war eine Wonne mit euch. Es war eine große Wonne mit euch. In der Spitze hatten wir fast die 80 Leute. Das ist sehr, sehr geil. Das wollen wir morgen ganz genauso sehen. Oder noch besser, sagt allen Bescheid. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, was zu spenden, patreon.com/targetpriority40k oder ko-fi.com/targetpriority40k. Wir freuen uns über jede kleine Spende. Die gibt uns die Möglichkeit, den Spaß hier häufiger zu machen. So. Genau. Und dann wir sind raus für den Abend. Good fight, good night. Wir sehen uns morgen in aller Frühe. Jo. Tschüss.